25 Jahre junge Gruppe ist der Anlass für diesen Kongress. Wir feiern als junge Gruppe dieses Jahr unser 25-jähriges Jubiläum. Die junge Gruppe, für die, die das nicht wissen, ist der Zusammenschluss der jungen Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Jung heißt bei uns unter 35 zum Zeitpunkt der Wahl. Das sind immerhin 25 Abgeordnete zurzeit in der CDU-CSU-Fraktion. Und wir sind die Interessenvertreter der jungen Generation im Bundestag. Das heißt, wir setzen uns ein für alle Themen, die für die junge Generation wichtig sind. Ich glaube, wenn man an die aktuellen Diskussionen, beispielsweise rund um die Rente, denkt, ist klar, dass die junge Gruppe auch in Zukunft dringend nötig ist, um eben die Stimme der jungen Generation zu erheben. Aber es geht für uns nicht nur um soziale Sicherungssysteme oder um Haushaltspolitik, sondern wir nehmen auch sehr die Zukunftsthemen in den Blick. Denn es soll ja auch immer darum gehen, wie wir in Zukunft noch so stark sein können als Deutschland. Deswegen auch das Erwirtschaften in den Mittelpunkt stellen. Und so sind viele andere Themen für uns auch entscheidend, gerade was auch die Zukunftstechnologien anbelangt. Deswegen heute ein Zukunftskongress, der sich mit der Frage beschäftigen soll, wie Deutschland im Jahr 2050 aussehen sollte in verschiedenen Bereichen. Und wir freuen uns, dass wir, denke ich, doch ein sehr gutes Programm zusammenstellen konnten. Und meine erste Stellvertreterin, Emmy Zöllner, und ich freuen uns, Sie alle begrüßen zu dürfen. Und wir freuen uns auch sehr, dass unsere Fraktionsspitze mit Volker Kauder, unserem Fraktionsvorsitzenden, und Gerda Hasselfeld als Chefin der CSU-Landesgruppe und erster Stellvertreterin von Volker Kauder auch hier sind, neben vielen anderen Abgeordneten. Also allen schon mal herzlich willkommen. Genauso freuen wir uns über alle Zuschauer, die nicht nur hier im Saal sind, sie sind auch alle eingeladen mitzudiskutieren, sondern die, die übers Internet, über unseren Livestream den Kongress verfolgen. Und ich will zwei Personen gleich noch am Anfang nennen, weil zu einem Jubiläum natürlich auch dazugehört, dass man ein bisschen zurückblickt. Deswegen liegt auch unsere Festschrift ja aus in einem Ausdruck auf ihren Plätzen. Es ist ein bisschen viel Text geworden, aber es lohnt sich, den Text zu lesen. Also wir freuen uns, wenn Sie da auch reinschauen, und dazu gehört aber dann natürlich auch zurückzublicken auf die vielen Mitglieder der jungen Gruppe in den 25 Jahren, die die Arbeit hier auch geprägt haben und die zum Teil hier heute auch in sehr spannenden Funktionen sind. Deswegen freuen wir uns, dass auch viele nachher auf dem Podium dabei sind. Und mit Heinz-Jürgen Kronberg und Ronald Pofalla sind sogar zwei Gründungsmitglieder der jungen Gruppe von damals, von vor 25 Jahren, heute dabei. Also auch euch herzlich willkommen. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Sie sind heute in den heiligen Hallen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und wir haben heute extra, haben keine Mühen und Kosten gescheut, haben alles ein bisschen umgebaut. Sie sehen ja hier von Ihrer Seite aus links das Kreuz. Unter dem Kreuz, da sitzt immer die CSU und der Rest sitzt sozusagen auf der anderen Seite. Und wir freuen uns in jedem Fall, dass so viele Gäste zu uns gekommen sind. Und haben natürlich auch viele ehemalige Mitglieder und Mitglieder der jungen Gruppe heute eingeladen, die mit uns mitdiskutieren. Das sind eben Ronald Pofalla, Ilse Aigner, es ist Hildegard Müller, Jens Spahn, Julia Glöckner und Katrin Albsteiger. Und wie kann es anders sein? Unsere Doro Bär ist via Twitter und Livestream wohl zugeschaltet. Und digitales wissen wir Franken natürlich, wird deswegen mit weichem D geschrieben, weil die Doro eben aus Franken kommt. In jedem Fall haben wir aber auch uns sehr gefreut, dass viele Vertreter auch der MDLs aus den Bundesländern, aus den ganzen Regionen Deutschlands zugesagt haben. Wir haben uns natürlich auch gefreut, dass viele Unternehmer, Verbände und natürlich auch Botschafter zugesagt haben, auch Abgeordnete aus anderen Ländern. Und wir haben Vertreter von A bis Albanien bis zu den Vereinigten Staaten. Und da wir natürlich sehr innovativ und fortschrittlich sind, haben wir auch, wenn Sie hier von Ihrer Seite rechts schauen, mit Unterstützung der Fraktion einen Hashtag eingerichtet, der dann auch immer wieder in die Diskussion mit eingebracht wird. Und unter dem Hashtag D2015 können Sie dann natürlich kräftig mitdiskutieren. Und wenn Ihr Beitrag besonders innovativ oder witzig ist, dann wird er vielleicht sogar auch vorgelesen. Deswegen freue ich mich, wenn auch unser Fraktionsvorsitzender sein Handy zückt und auf jeden Fall uns teilhaben lässt an den Gedanken, die er da immer wieder hat. In diesem Sinne wünsche ich unserer Veranstaltung alles erdenklich Gute. Darf jetzt auch an den Steffen wieder übergeben, der den besagten Fraktionsvorsitzenden auch jetzt vorstellt und auf ihn überleiten wird. Vielen Dank. Ja,
Ja, ich glaube, vorstellen müssen wir Volker Kauder hier wahrscheinlich nicht mehr groß, zumal es ja hier auch seine Räumlichkeiten quasi sind, in denen wir heute zu Gast sind. Aber ich will vielleicht schon sagen, dass die Idee, den Zukunftskongress zu machen, eigentlich eine gemeinsame Idee war. Also wir haben darüber gesprochen, 25 Jahre junge Gruppe, was könnte man dazu eigentlich alles machen? Und Volker Kauder hat dann auch gesagt, das ist gut, wenn ihr mal die Zukunft in den Blick nehmt und nicht nur vielleicht bis zur nächsten Wahl oder bis 2020, sondern wirklich auch mal darüber hinaus. Von dem her freuen wir uns da auch sehr über die Unterstützung und jetzt über deine einführenden Worte. Ja, lieber Steffen Bilger, liebe Kollegin Zollner, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gerda Hasselfeld, 25 Jahre ist ja kein so großes Jubiläum, aber es ist für die junge Gruppe doch etwas Außergewöhnliches. Denn als die junge Gruppe vor 25 Jahren, angetrieben von Ronald Pofalla und ein paar anderen, begonnen hat, die Arbeit aufzunehmen, war ja zunächst einmal noch nicht klar, ob diese junge Gruppe diese ersten 4 Jahre überstehen wird oder will, und oder ob das nur eine kurze Episode ist unter dem Motto, die Machtverteilung, da wollen wir auch dabei sein. Aber es hat sich dann gezeigt, dass doch die Idee, dass junge Leute, junge Menschen, die in unserer Fraktion arbeiten, eigene Gedanken einbringen wollen, doch so stark war, dass die junge Gruppe auch weitergeführt wurde. Die Fraktionsführung, die ich jetzt mit Gerda Hasselfeld darstelle, hat natürlich immer die Frage, wie weit wollen wir die Atomisierung in einer Fraktion treiben? Denn es muss am Schluss ja alles wieder zusammengeführt werden. Und ich sehe gerade bei unserem Koalitionspartner, wie schwierig das oft ist. Aber der Unterschied ist, was das Zusammenführen dort etwas schwerer macht, dass es dort nach politischer Ausrichtung geht, also links, rechts, Mitte, während bei uns Gruppierungen soziologische Gruppen sind, die Frauen, junge Arbeitnehmer, die also ganz spezielle Sichtweise auf die politische Diskussion haben. Und so haben wir uns dann auch entschlossen, die junge Gruppe ganz offiziell in unsere verschiedenen Gruppierungen, die wir in der Fraktion haben, aufzunehmen und sie auch finanziell zu unterstützen. Allerdings leistet die junge Gruppe auch Eigenbeiträge, weil das ja auch sinnvoll und gut ist, wenn man spürt, was Aktivitäten auch für Kosten verursachen. Und dafür, dass wir uns da gut haben arrangieren können, lieber Steffen, sage ich einen herzlichen Dank. Ich selber habe ein großes Interesse daran, dass junge Menschen in der Politik sich engagieren und dass sie darüber reden, was sie bewegt. Die junge Gruppe macht nicht nur Politik für junge Menschen. Sie vertritt nicht nur die Interessen einer jüngeren Generation, sondern sie hat immer auch das Ganze im Blick. Es ist also nicht eine Interessengruppe für Junge, sondern sie wendet den Blick darauf, was wird für uns die jüngere Generation in den nächsten Jahren zukommen und wo müssen wir uns auch besonders wappnen. Und deswegen war auch die Idee, mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, nicht nur nach morgen oder übermorgen zu schauen, sondern weiter zu gucken, was kommt. Und die Themen, die angesprochen worden werden sollen heute, ist natürlich die Zukunft der Mobilität. Und die Mobilität, das will ich ausdrücklich sagen, ist mehr als nur die Förderung von Elektromobilität, meine sehr verehrten Damen und Herren, um das auch mal klar zu sagen. Wobei die Bahn einer der größten Elektromobiler ist, den wir überhaupt haben, um auch auf den Ronald Pofalla noch mal zu kommen. Und das ganz ohne Subvention. Aber das wollen wir jetzt heute nicht vertiefen. Das Thema Zukunft der Wirtschaft und Zukunft der Arbeit ist, glaube ich, das zentrale Thema. Vielleicht steht es deshalb auch in der Mitte des heutigen Kongresses, denn die Arbeitswelt wird sich radikal verändern, ob wir das wollen oder nicht, ob wir uns dagegen wehren oder nicht. Und darüber muss man reden, was erwartet uns
Und was müssen wir dazu gestalten? Welchen Rahmen müssen wir schaffen? Nicht um etwas zu verhindern, sondern um die notwendigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für diese Entwicklung zu schaffen. Und so gelingt uns Deutschland 2050, ist dann praktisch das Ergebnis der Diskussionen. Aber wir werden natürlich die ganze Diskussion nicht führen können, ohne immer einen Blick darauf zu werfen, wo stehen wir in Deutschland? Manche meinen ja, wir sind in Deutschland eine Insel und um uns herum ist nicht mehr viel. Und wenn wir nur unsere Insel gut bestellen, klappt es ja auch alles. Das meinen manche Inselstaaten wie die Briten, aber auch die Japaner meinen das, um dann zu merken, dass es so einfach doch nicht ist. Und so ist bei uns auch. Wir sind vielfältig verwoben. Und ob uns Deutschland 2050 so klappt, wie ich es wünsche, wird ganz entscheidend davon abhängen, was wir in diesem Jahr in Europa und mit Europa machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieses Jahr 2016 wird zum Schicksalsjahr für Europa und wird damit auch zu einem Schicksalsjahr für unser eigenes Land. Und deswegen ist alles eingewoben in diese Fragen. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass der amerikanische Präsident kommen muss, um uns in Hannover zu sagen, ihr habt etwas Großartiges geschaffen, was niemand geglaubt hätte, dass es gelingt, nämlich dieses gemeinsame Europa. Seid mal ein bisschen stolz darauf und führt es weiter. Ihr seid nämlich Vorbild, Sehnsuchtsbild vieler Regionen in dieser Welt. Wenn ich im Orient unterwegs bin, wo der Krieg tobt und die Menschen aufeinander losgehen, sagen mir viele, wenn wir nur so eine Entwicklung wie in Europa nach diesen Kriegen hinbekommen würde, wie es Europa hinbekommen hat. Und dann muss uns der amerikanische Präsident auch noch sagen, und ihr müsst euch ein bisschen mehr um euch kümmern. Nicht glauben, dass alles nur von Amerika mit unterstützt wird. In der Sicherheitsfrage und vielem anderen mehr. Das heißt also, der Blick in die Zukunft, was kommt, ist immer auch davon geleitet. Und ich bin sicher, dass dies auf dem heutigen Kongress auch immer mitschwingen wird. Nicht, was wir in Deutschland entscheiden, reicht aus. Es ist wichtig und notwendig. Sondern auch, was wir mit anderen in der Welt machen müssen. Und da will ich nur sagen, in diesem Jahr wird noch neben Europa eine andere Schicksalsfrage für uns wichtig. Auf die hat Obama auch hingewiesen und das ist das Freihandelsabkommen TTIP. Es ist für uns eine entscheidende Zukunftsfrage, ob das gelingt. Und dafür müssen wir auch werben, denn solche Freihandelsabkommen schaffen neue Möglichkeiten und bestimmen auch die Zukunft. Und niemand soll glauben, wenn die Amerikaner 5 oder 6 Freihandelsabkommen abgeschlossen haben mit anderen, dass wir dann kommen können und sagen können, jetzt wollen wir ganz andere Bedingungen als in den anderen 5. Deswegen muss eins gelten, wer die Zukunft gestalten will, kann nicht wie ein Schnarchzapfen am Schluss kommen, sondern er muss aufgeweckt vorne dran sein. Und es gilt auch hier in TTIP, wir müssen vorangehen und müssen mit den Amerikanern darüber ringen, welche Bedingungen, dann müssen andere folgen. Und das wird die Zukunft der Arbeitswelt auch ganz entscheidend mitgestalten. Ich danke der jungen Gruppe einmal dafür diese Vorbereitung dieses Kongresses, aber auch für viele Gespräche und auch dafür, dass die junge Gruppe bei einigen Themen nicht nachlässt. Auch wenn Sie manchmal den Eindruck haben, dass es mich nervt, es nervt mich nicht, es nervt mich manchmal nur, wenn man unter Zeitdruck steht, aber ansonsten überhaupt nicht. Ich diskutiere gerne darüber, weil es wirklich darum geht, dass diejenigen, die heute zur jungen Gruppe gehören, sehr bald und sehr schnell im Mittelalter große Verantwortung hier in unserer Fraktion,
in der Partei und in unserer Heimat werden übernehmen müssen. Und euch dabei ein Stück zu begleiten, mit euch zu sprechen und zu diskutieren und was ich als Junger immer besonders gut fand, sich auch reiben zu können. Ich fand also Altvordere, die mir schon beim zweiten Gespräch Recht gegeben haben, so nach dem Motto, dann ist er ruhig. Das fand ich nie gut. Deswegen werden wir auch in Zukunft über die ein oder andere Frage streiten. Aber immer in dem Sinn, wir wollen gemeinsam unser Land gestalten und Zukunft für uns und eine junge Generation in Deutschland, mitten in Europa gewinnen. Herzlichen Dank und alles Gute. Ja, vielen Dank, lieber Volker Kauder, für deine Worte, sowohl zur jungen Gruppe. Diese Worte haben uns sehr gefreut und wir können auch wirklich sagen, dass wir uns auch wohlfühlen in der CDU-CSU-Fraktion. Wir haben zwar gemeinsam ja in der Regel mit der Jungen Union immer wieder auch mal ein paar Streite auszufechten, wenn es um die Themen geht, die uns eben besonders wichtig sind, aber wir wissen, dass wir doch insgesamt am gleichen Ziel arbeiten. Ich glaube, das ist gerade in deinen Worten auch deutlich geworden, wenn es gerade um die Zukunftsthemen geht, so wie es sicherlich auch nachher in der Rede der Bundeskanzlerin nochmal deutlich werden wird. Wir als Union haben die Zukunft definitiv im Blick und deswegen fühlen wir uns als junge Gruppe hier auch sehr gut aufgehoben. Also herzlichen Dank nochmal für deine einführenden Worte und wir starten dann gleich in die inhaltliche Diskussion, wie bereits angekündigt, jetzt allerdings erstmal mit einem Videobeitrag, einem Videogruß von Dorothee Bär. Sie hat mir gerade ein SMS geschickt, ob das Video gut sei. Ich konnte es ihr noch nicht beantworten, weil ich es noch gar nicht gesehen habe. Also ich hoffe mal, dass es jetzt keine despektierlichen Äußerungen über die junge Gruppe werden, die sie uns übermittelt. Aber sie ist leider, wie einige unserer Gäste, auch ein Opfer des Flugstreiks und muss deswegen bereits jetzt mit dem Verkehrsminister nach München fliegen und hat gerade auch als langjähriges Mitglied der Jugendgruppe sehr bedauert, dass sie jetzt nicht persönlich da sein kann. Aber ich bin mal gespannt, was sie uns jetzt gleich sagen wird, in der Hoffnung, dass die Technik funktioniert. Paul Ziemerk steckt vor, ich soll synchronisieren, aber das funktioniert. Genau, fürs Fränkische wäre Emmy Zöllner zuständig. Ja. Sonst könnte ich noch mal ein paar Forderungen der jungen Gruppe aufzählen, die wir noch an die Fraktion haben. Was sagt die Technik? Kriegen wir es hin? Okay. Ja, ich glaube, es wäre wahrscheinlich besser, wenn wir dann mal in die Diskussion einsteigen. Vielleicht klappt das mit dem Ton ja dann nachher noch. Und dann bitte ich zumindest schon mal unsere ersten Diskutanten hier nach vorne auf die Bühne, wo wir gestern noch kräftig über Elektromobilität und solche Themen gestritten haben. Wir haben zum ersten Teil, nämlich der Mobilität, eingeladen. Unseren, ich habe es vorhin schon gesagt, Gründungsvorsitzender der jungen Gruppe, Ronald Pofalla. Auch dich muss ich, glaube ich, nicht groß vorstellen. Komm ruhig schon mal hier nach vorne als Kanzleramtsminister, jemand, der auch an der Zukunft ja intensiv gearbeitet hat, jetzt in verantwortlicher Position bei der Bahn und deswegen ein geeigneter Gesprächspartner für das Thema Mobilität. Wir freuen uns sehr, dass Professor Barbara Lenz bei uns ist, die Forschungsseite sozusagen vertreten kann, als Direktorin des Instituts für Verkehrsforschung, des DLR. Nico Gabriel ist eingesprungen für Alexander Sixt, der aus guten Gründen entschuldigt ist, die ich sehr gut nachvollziehen kann, nachdem ich auch vor wenigen Wochen Vater geworden bin, weil das steht bei Alexander Sixt jetzt auch an und Nico Gabriel ist
kurzfristig eingesprungen. Als Geschäftsführer von DriveNow eigentlich ein perfekter Ersatz dann auch für Alexander Sixter. Und dann bitten wir noch nach vorne Johann Jungwirth, den Chief Digital Officer von Volkswagen. Sowas gab es vor ein paar Monaten noch gar nicht. Aber das zeigt dann auch, was sich alles bei diesem Thema bewegt. Also, allen hier oben herzlich willkommen. Und ich will gleich nochmal sagen, Sie alle sind aufgefordert, sich dann auch in die Diskussion einzuschalten. Das kann zum einen passieren über unseren Hashtag. Da drüben laufen ja dann immer auch die Beiträge auf. Also bringen Sie sich gerne ganz bequem vom Platz aus ein über den Hashtag oder ansonsten dann aber auch über die Mikrofone, die wir natürlich aufgestellt haben. Und wir werden dann nachher auch mal fragen, was aus dem Internet alles noch an Fragen dann an uns hier oben herangetragen wird. Und ich will vielleicht gerade mal die erste Frage an Nico Gabriel stellen. DriveNow, denke ich, sagt jedem etwas. Vielleicht können Sie aber noch ein paar Sätze dazu sagen, weil das ja schon eine beeindruckende Erfolgsgeschichte ist. Das Carsharing-Unternehmen gemeinsam von BMW und von Sixt, mittlerweile in vielen Städten im Straßenbild zu sehen und eben auch ein Bestandteil dieser Mobilität der Zukunft. Deswegen meine erste Frage an Sie auch wäre, wie sehen Sie denn die Mobilität der Zukunft, nicht nur jetzt die nächsten Jahre bezogen, sondern wirklich auch in die Zukunft Richtung 2050 gerichtet? Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Grundsätzlich ganz kurz zu DriveNow. Wir sind ja ein 50-50-Venture von BMW und Sixt. Vor 2011 gegründet, sind mittlerweile in 9 Städten in Europa vertreten, davon 5 in Deutschland, hier auch erfolgreich profitabel unterwegs und haben eigentlich in den letzten 5 Jahren sehr viel Evaluation betrieben mit Städten, auch um gewisse Vorbehalte auszuweisen gegen das sogenannte Free-Floating-Carsharing. Vielleicht für alle, die es noch nicht kennen, was wir machen ist, wir definieren in einer Stadt ein Geschäftsgebiet, stellen dort mehrere hundert Fahrzeuge rein und Mitglieder können sich dann, wenn sie sich registriert haben, Fahrzeuge nutzen, um von A nach B zu fahren, müssen nicht an den Platz zurückkehren. Also diese Kurzzeitmobilität oder halt auch Fahrzeuge für längere Strecken. Wir haben hier unter anderem in den letzten 5 Jahren zusammen mit der Stadt München Entlastungseffekte für den privaten Autobesitz nachgewiesen im großen Umfang. Wir sehen ähnliche Studienergebnisse auch in anderen europäischen Städten. So kam zum Beispiel in der Stadt München raus, in der Umfrage, dass 10% der Kunden, unserer Kunden mindestens ein privates Fahrzeug abgeschafft haben. Das heißt also, wir tragen zur Verringerung des Fahrzeugbesitzes bei und zur Erhöhung des Parkraums in Städten, der wiederum dann auch für andere Themen genutzt werden kann. Aktuellen Diskussionen, Mobilitätsstationen in München und andere Themen. Und da kommen wir eigentlich auch ganz gut schon zu ein bisschen Zukunft. 2015 ist natürlich sehr weit weg. Ich glaube, Elektromobilität brauchen wir nicht drüber sprechen. Wir sind mit unserer Flotte von knapp 800 Fahrzeugen europaweit, davon 400 in Deutschland, die wir hier einsetzen, eigentlich ein Vorreiter in Elektromobilität, weil tatsächlich die Infrastruktur heute es noch nicht hergibt, was wir da machen. Also wir sind so ein bisschen vor dem Henne-Ei-Problem, wo wir schon jahrelang davor stehen. Wir sehen aber, dass mit den Initiativen, die jetzt da gerade Fuß fassen, sich die Situation langsam verbessert und wir damit auch natürlich mehr Elektrofahrzeuge oder die Flottenanteile erhöhen können. Das ist ein großes Thema, was wir auch weiter vorantreiben werden. Das große Thema 2050, glaube ich, da kann man schon sprechen, ist das Thema autonomes Fahren oder autonome Mobilität. Wir sehen ganz klar, möglicherweise nicht in Deutschland zuerst, aber es gibt bestimmte Märkte, die sich stark in diesem Feld bewegen. Wir als Tochter eines Automobilkonzerns haben natürlich ganz gute Rahmenbedingungen, sowas auch auf die Beine zu stellen. Die Herausforderungen sind neben den rechtlichen natürlich auch operativer Natur, weil anders als heute ist dazu natürlich sagen wir, eine ganz andere Intelligenz notwendig, auch für die Logistik. Und ich glaube, dass das Thema autonomes Fahren oder teilautonomes Fahren einen sehr, sehr starken Einschnitt in die Mobilität, auch in die individuelle Mobilität haben wird, was wiederum dazu führt, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass der private Autobesitz oder Individualverkehr sehr stark rückläufig wird und sehr stark an Bedeutung verlieren wird, aus meiner Sicht. Ja, Frau Professor Lenz sagt, sie würde widersprechen, dann machen Sie das doch gleich mal. Das müsste automatisch funktionieren, genau. Also in dem Fall funktioniert es mit dem Ton. Bis 2050, ich glaube, da haben wir beide ein bisschen eine Schwierigkeit, es ist richtig weit weg, aber im Moment sehen wir bei allen Zuspruch, die den Sharing-Angeboten
vor allem beim Auto, beim Carsharing entgegengebracht wird. Wir sehen im Moment nicht, dass dadurch tatsächlich der Autobesitz reduziert wird. Wenn Sie daran denken, dass wir in den letzten 10 Jahren 5 Millionen Fahrzeuge mehr in Deutschland haben, dann frage ich mich, wo bleibt die Sharing-Idee? Möglicherweise ist das tatsächlich ein Prozess, der von der Gruppe der Early Adopters, die wir jetzt eben immer noch im Großen und Ganzen in diesem Markt haben, ausgeht und sich von dahin ausweitet. Wir können aber im Moment sehr schlecht definieren, welche Gruppen damit noch zu erreichen sind und vor allem, wie dann auch Mobilitätsbiografien von Leuten aussehen, die heute, das sind überwiegend junge Leute, die heute sich dieses Carsharing-Fahrzeugs bedienen, bleiben die dabei? Also wird es deren Mobilitätskultur oder diffundieren die dann irgendwann wieder in eine ganz konventionelle Mobilitätskultur hinein, die heißt, ich habe mein eigenes Auto, das steht bei mir vor der Tür, solange ich das darf, und das eine oder andere mache ich dann mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem ÖV. 2 Punkte vielleicht dazu. Zum einen muss ich widersprechen. Ich glaube, über die Pioniere oder die Early Adopter sind wir längst hinaus. Wir reden jetzt mittlerweile allein bei uns von knapp 600.000 Mitgliedern in Deutschland. Also wir sind aber nicht mehr bei den Pionieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ganz klar sehen, das Durchschnittsalter unserer Kunden steigt massiv an, im letzten Jahr insbesondere. Also wir kommen mal von irgendwie 31 im Durchschnitt, sind mittlerweile 36. Sehen auch insbesondere die Gruppe 40-50 plus zunehmend auch in der Nutzung. Aber Sie haben recht. 2 Sachen. Einerseits, wir sind sehr urban unterwegs aktuell. Impact ist vor allen Dingen in großen urbanen Zentren. Wir haben also kein Konzept fürs Land und kleinere Städte an der Stelle. Und ich glaube auch, und das ist vielleicht die richtige Adresse hier, es hängt ein bisschen an von den regulatorischen Vorgaben. Also es ist einfach so, heute ist Autofahren und Autobesitz und Parken einfach und teilweise kostengünstig. Also wenn ich mir anschaue, dass eine Parkvignette in München für einen Anwohner 20 Euro kostet, klar, der hat keinen Anspruch auf einen Parkplatz damit, aber es ist sehr preiswert, dann incentiviert das natürlich niemanden darüber nachzudenken, auf sein eigenes Auto zu verzichten oder möglicherweise auf seinen Zweit- und Drittwagen, weil das sind ja eigentlich die Themen, die wir haben. Wir sehen ja einen sehr starken Zuwachs im Zweit- und Drittwagenbereich, nicht zwingend im Erstwagenbereich, und da sind wir auch unsere Abschaffungseffekte. Also tatsächlich ist es so, in urbanen Zentren sehen wir einen bestimmten Effekt, den kann man glaube ich nicht mehr leugnen, zeigen auch alle Studien, aber es ist halt immer noch ein weiter Weg, um das Thema tatsächlich deutschlandweit massentauglich zu machen. Wie gesagt, autonomes Fahren könnte da ein bisschen was verändern, weil es die Mobilität generell verändern wird, aber ja. Wie sieht es der Vertreter des großen Automobilkonzerns, Herr Jungwirth? Sie sind für Daimler in die USA gegangen, waren dann bei Apple und es war in vielen Porträts, in vielen Zeitungsartikeln, sonstigen Berichten zu lesen. Sie wurden dann auch bewusst abgeworben von VW, von Apple, eben um genau dieses Thema der Digitalisierung und der Zukunftstechnologien bei VW voranzutreiben. Wie sehen Sie die Zukunft? Vielleicht sollte ich noch eine Sache korrigieren. Also ich bin zum Teil wegen meiner Familie zurückgekommen nach Deutschland, die schon bereits wieder in Deutschland gelebt hat, und habe mich dann selber proaktiv, also für den Konzern entschieden, und schon mitten in der Krise, weil ich die Krise schon als Chance auch gesehen habe und bin auch der festen Überzeugung, dass die uns jetzt auch hilft, im Prinzip die richtigen Entscheidungen zu treffen für die Zukunft, für Deutschland 2050 und natürlich die ganze Welt. Also Mobilität der Zukunft sehe ich ganz klar als zum einen voll elektrisch, voll vernetzt und voll autonom. Und bei dem Thema Vollautonomie bin ich der festen Überzeugung, dass wir damit Mobilität für alle, also individuelle Mobilität für alle schaffen können. Also vor allem, und das ist mir sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen, auch für Blinde, für Kranke, für Alte, für Kinder, Menschen, die heute, sag ich mal, die Schwächsten unter uns, ja, die heute mühsam zu den öffentlichen Haltestellen gehen müssen, zum Teil mit Rollator oder mit Rollstuhl. Und also die Chance zu haben, jetzt daran mitzuwirken, dass wir allen Menschen der Welt, sage ich, Mobilität geben können, das ist, ich sag mal, ein Riesenthema. Und es wird nicht erst 2050 soweit sein, sondern das wird in den nächsten 5 bis 7 Jahren sein. Ich erwarte in den ersten Städten dieser Welt bereits 2019, 2020 die ersten vollautonomen Fahrzeuge, die Menschen von A nach B transportieren können, die Waren von A nach B transportieren können. Das wird aus meiner Sicht wirklich zu der Neuerfindung des Automobils führen. Das ist die erste Neuerfindung seit der
ersten Erfindung des Automobils von 1886. Es wird ein Riesenthema. Ich bin der festen Überzeugung, dass viele Menschen heute noch gar nicht so richtig begreifen, in welcher Zeit wir leben und was vor uns steht in den nächsten wenigen Jahren. Und ich kann nur auch an Deutschland sehr stark appellieren, wir müssen extrem Gas geben, ja, bei dem Thema Regulierung in Gesamteuropa, weil ich sehe die ersten Signale, also in USA und auch in China, wie sehr dort einmal aufs Gaspedal getreten wird, um eben das Feld ja, zu bestellen, um die Regulierungen anzugehen, proaktiv. Und da reicht das, was wir jetzt mit der Veränderung der Genfer Konvention erreicht haben, eben nicht aus. Das heißt, da müssen noch weitere Schritte folgen. Und ich denke da an Fahrzeuge komplett ohne Lenkrad und Pedalen, weil wir müssen verhindern, dass der Mensch eingreifen kann, weil sonst kriegen wir nicht die 91% der Verkehrsunfälle, der Verkehrstoten, das sind ja in 1,25 Millionen im Jahr, runter auf ein Mindestmaß. Und wir wissen, also etwa 91% der Verkehrsunfälle werden eben durch menschliches Versagen verursacht. Ja, wir als Politiker wissen, glaube ich, dass wir da noch einiges zu tun haben, um den richtigen Rahmenbedingungen dann auch zu schaffen. Wobei, wenn ich mir jetzt das so anhöre, es wird irgendwann so sein, dass Waren und Personen vollautomatisiert von A nach B gefahren werden. Wenn man jetzt die Bahn auf ein paar Güterzüge und ein paar Nahverkehrs- und Fernzüge reduzieren würde, dann könnte man ja die Frage stellen, für was braucht man denn die Bahn dann in der Zukunft überhaupt noch, Ronald Pofalla? Naja, die Mobilität wird sich verändern und in der Einschätzung der Vorherredner würde ich Ihnen voll zustimmen und wir stellen uns darauf ein. Wir werden eine völlig veränderte Mobilitätssituation bekommen. Die wird geprägt sein durch autonomes Fahren. Wir sagen, weil es auf der Schiene stattfindet, bei uns durch automatisiertes Fahren. Und wir selber arbeiten daran. Wir werden jetzt in Kürze einen Versuch in einem kleinen Abschnitt in Deutschland in Betrieb nehmen, in Sachsen, wo wir automatisiertes Fahren auf der Schiene testen werden. Und wir arbeiten an Apps, die jetzt schon im kleineren Umfang im Markt sind, wo wir im Grunde Mobilitätsketten aufbauen. Und da ist die Bahn sozusagen ein Bestandteil einer Mobilitätskette, aber eben auch nur ein Bestandteil. Die Leute kommen von irgendwoher mit irgendwelchen anderen Mobilitätsmöglichkeiten, die sie haben. Sie nutzen in einem bestimmten Abschnitt die Bahn und sie verlassen uns wieder und haben Anschlussmobilitätsketten, die außerhalb des Bahnsystems stattfinden. Also so gesehen glaube ich, dass wir schon in wenigen Jahren, auch da bin ich bei Ihnen, das wird viel schneller gehen, als öffentlich berichtet wird. Wir werden in wenigen Jahren eine völlig veränderte Situation haben. Wenn Sie den Individualverkehr nehmen, haben wir etwa derzeit im Personenverkehr einen Mobilitätsanteil von 17-18%, das schwankt immer, aber seit dem letzten Jahr steigen in unserem System die Kundenzahlen, die wir uns zugegeben über reduzierte Preise erkaufen. Aber wir gehen auch in diesem Jahr von einem erheblichen Zuwachs aus. Wir haben in den ersten 4 Monaten in diesem Jahr bei uns im Fernverkehr einen Zuwachs an Kunden in absoluten Zahlen von über 10%. Also das ist ein gewaltiger Anstieg. Und die Mobilität bei der Bahn hat den Vorteil, sie ist auch bereits heute schon die emissionsärmste Fortbewegungsmöglichkeit, die wir unter allen Mobilitätsmöglichkeiten haben. Und der Konzern hat jetzt auch noch mal seine Umweltziele erhöht. Also wir werden bis 2020 statt 20% 30% CO2 einsparen. Und wir werden am Energiemix, die Bahn ist der mit Abstand größte Stromabnehmer in Deutschland, wir werden bis zum Jahre 2020 den Anteil am Bahnstrommix, der gespeist wird durch die erneuerbaren Energien, von 35-45% erhöhen. Also wir werden relativ schnell auch hier dieses Element vergrößern. Und wir haben ja bereits heute schon bei den Bahnkunden bestimmter Bahnkarten
einen Elektrizitätsanteil von 100% im grünen Strombereich. Und wir werden versuchen, insgesamt diesen Anteil zu erhöhen, sodass ich glaube, dass wir eine sehr gute Chance haben, in dem Markt weiter zu existieren, wenn wir unsere Qualität, und daran arbeiten wir, deutlich verbessern. Da kann jeder von Ihnen ein Lied singen, ich auch. Also an dem Teil müssen wir schlicht und ergreifend massiv investieren. Wir investieren bis zum Jahre 2020 über 55 Milliarden Euro nur in das System Schiene. Und davon alleine in dem Bereich Fahrzeuge bis zum Jahre 2020 fast 6 Milliarden Euro. Weil wir einfach diese Mobilitätsveränderungen sehen, wo wir uns auch mit neuem Fahrzeugmaterial, das emissionsärmer unterwegs ist, auf den Markt einstellen müssen und wo wir den Fahrkomfort für unsere Kunden deutlich erhöhen müssen. Das ist die größte Investitionsoffensive seit dem Bestehen der Bahn, die in den nächsten 5 Jahren bis einschließlich 2020 stattfindet. Wir stellen uns auf diese veränderten Bedingungen, wie ich finde, massiv ein. Frau Professor Lenz. Ich würde gerne nochmal in diese Bemerkung von Herrn Jungwirth reingrätschen. Sie versprechen individuelle Mobilität für alle Menschen, ich sage jetzt mal nicht der Welt, sondern in Deutschland. Ich halte das für ein sehr gefährliches Versprechen. Und nicht zuletzt deshalb, weil es umgekehrt den Tod des öffentlichen Verkehrs bedeutet und weil es auch bedeuten würde, dass wir einfach noch mehr Fahrzeuge, und zwar Individualfahrzeuge, auf der Straße hätten. Also auch hier bedarf es eines gewissen regulatorischen Rahmens und es bedarf auch eines Konzeptes. Was soll in Zukunft die Funktion des Individualfahrzeugs sein und wo brauchen wir weiterhin öffentliche Verkehre? Es gibt eine ganz einfache Zahl, wenn Sie einen Querschnitt angucken, bei dem gehen mit einer Bahn, mit einer U-Bahn 22.000 Personen pro Stunde durch. Das Gleiche kriegen Sie mit Autos nicht hin. Da gehen maximal 8.000 bis 9.000 pro Stunde durch, selbst wenn Sie einen hohen Besetzungsgrad haben. Also wir müssen uns darum kümmern, dass die öffentlichen Systeme weiterhin erhalten bleiben, denn es wird weiterhin die großen Verkehrsströme geben. Und Sie, Herr Pofalla, haben das ja gerade für die Fernverkehre berichtet. Also da würde ich gerne so ein bisschen den Deckel draufhalten und nicht so tun, als könnte in Zukunft jeder mit seinem eigenen Autochen rumfahren. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Wir haben das in einer Simulation gemacht, also gerade für Berlin, ja, der innere S-Bahn-Ringbereich. Und in der Simulation haben wir festgestellt, dass wir mit etwa 65.000 PKWs auskommen würden. Das ist etwa 1/7 der heutigen Gesamtzahl. Und zwar bei einem Nutzungsgrad von 40% der Fahrzeuge und einer, sagen wir mal, Quality of Service von etwa 2 bis 5 Minuten in den Normalzeiten und maximal 10 bis 15 Minuten Wartezeit in, sagen wir mal, den Peakzeiten. Und sagen wir mal, jetzt für uns als Hersteller ist es trotzdem, sagen wir mal, keine schlechte Nachricht, sondern diese Fahrzeuge sind nur etwa 2 Jahre und 2 Monate auf dem Markt und dann müssen wir sie ersetzen, weil wir die Gesamtkilometerleistung erreicht haben. Das heißt, in Summe, wenn man das vergleicht mit den etwa 15 Jahren oder so Lebenszeit der Fahrzeuge heute, brauchen wir also auch dort im Prinzip Faktor 7,5 mehr. Das heißt, in Summe würden wir sozusagen die gleiche Anzahl an Fahrzeugen produzieren, aber die wären eben nur eine kürzere Zeit auf dem Markt. Nichtsdestotrotz, für die Infrastruktur ist es eine sehr gute Nachricht, wenn wir nur 1/7 der heutigen Anzahl an Fahrzeugen sozusagen absolut gleichzeitig unterwegs haben in den Städten. Das sind wir aber bei dem Punkt, den der Herr Gabriel und ich am Anfang schon hatten. Das setzt voraus, dass ein großer Anteil der Bevölkerung bereit ist, das Auto als Sharing-Angebot zu nutzen und eben auf das Privatfahrzeug zu verzichten. Und da sind wir wieder bei Ihrem Punkt, nämlich dass es gewisse regulatorische Rahmenbedingungen braucht. Darf ich denn im S-Bahn-Ring noch mein Auto abstellen, beziehungsweise was kostet es? Also ich bin jetzt eher der Meinung, dass wir keine regulatorischen Bedingungen dazu brauchen, sondern dass das der Markt selber regelt und dass die Menschen automatisch in den Städten, sag ich mal, auf Ridesharing, das ist dann nicht mehr Carsharing, wo die Fahrzeuge, sag ich mal, also irgendwo stehen und man hingeht. Ich bin der festen Überzeugung, dass Ridesharing dann mit vollautonomen Autos, sag ich mal, das Carsharing disruptiert und das dann verschwinden wird. Ja. Also ich habe die letzten 2 Wochen mit den Grünen den Verkehrsteil für den grün-schwarzen Koalitionsvertrag ausgehandelt. Da
Hat man auch einige schwere Abwehrgefechte zu führen, aber ich bin mal gespannt, was Herr Gabriel uns dazu zu sagen hat. Also Frau Lenz, ich glaube, an der Stelle muss man mal einhaken, wir reden ja nicht davon, dass eine komplette Verdrängung des ÖPNV stattfinden wird. Ich gebe Ihnen ja recht, dass wir ja nicht in der Lage sind, mit Individualfahrzeugen jetzt den ÖPNV zu setzen. Der wird immer die Basislast tragen, auch zum großen Teil noch. Aber man muss halt sagen, vom Geschäftsmodell, und da glaube ich, sind wir uns ja einig, würde es ja anders sein als heute, weil Sie sagen, der fährt da nicht mehr mit seinem eigenen Auto rum. Das stimmt auch, weil es gibt eigentlich keine eigenen Autos mehr. Und zwar in großen urbanen Zentren würde es so sein wahrscheinlich, dass man mit seinem Fahrzeug nicht mehr reinfahren kann, sondern dass es irgendwo wie so ein Ring um die Städte gibt, wo dann voll elektrische Fahrzeuge stehen, die dann entweder Routen bedienen oder On-Demand-Bedarf. Und man muss sagen, wahrscheinlich preismittelseitig würde es so laufen, dass man entscheiden kann als Kunde, ob man jetzt alleine fahren möchte, und da müssen Sie, das ist einfach so heute, wenn Sie Leute fragen, warum sie nicht mit ÖPNV fahren, dann sagen die, weil die alle da stinken. Ist einfach so. Ne? Also ja, es stimmt nicht, aber es ist da das, was in den Köpfen teilweise von Nicht-ÖPNV-Nutzern verankert ist. Da holt man sich irgendwie die Grippe und die Leute irgendwie riechen alle. Ne? So, es ist tatsächlich so, zeigen unsere Fragen leider mal wieder. Das heißt, man kann sich dann da entscheiden an der Stelle, möchte man jetzt quasi preislich einen höheren Preis bis um alleine zu fahren, oder teilt man das Fahrzeug und möglicherweise die Route mit anderen, und dann haben wir ganz andere Effekte an der Stelle. Wenn wir nicht mehr davon reden, dass jeder Einzelne mit irgendwelchen aus der Gegend fährt, auch wenn sie voll autonom ist, sondern mit mehreren. Ja, und da sind wir ja so im ÖPNV. Ja. Ja, also dass der Besetzungsgrad die Effizienz steigert, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Und wir finden ja so ein System heute schon, wenn Sie Uber angucken. Sie haben das Uber, ich glaube Uber Black heißt, bin ich ganz sicher, und Sie haben das Uber Pool. Genau das ist diese Frage, wie besetze ich ein Fahrzeug eben nur mit einer Person, die da drin fährt, oder mit mehreren. Nichtsdestotrotz, Sie brauchen wenn Sie das realisieren wollen, brauchen Sie einen ganz viel politische Überzeugungskraft, aber richtig ganz viel, oder Sie brauchen sehr viel Regulierung. Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Da kommen Sie nicht drum rum. Ich bin mal jung, der Markt würde das Thema regeln am Ende. Wir wissen im Verkehr, dass der Markt ganz wenig richtet. Aber schauen Sie sich mal London an. In London ist so, Uber ist unglaublich stark, und da hat nichts, da ist keine Regularien bei dem Thema. Die sind einfach in den Markt eingedrungen, haben den Markt übernommen, und das war's. City Maut, Riesenthema. Also aber haben Sie sich mal angeguckt, wie groß dieses Gebiet in London ist, wo die City Maut gilt und wie groß London ist? Ja, es wird ausgeweitet demnächst. Aber es ist wirklich super putzig. Ja okay, also hier wird schon engagiert diskutiert. Jetzt will ich aber mal fragen, Christian Marx, was sich denn im Internet so tut. Ja, also wir haben ja schon bereits im Vorfeld zu dem Kongress in unsere Kanäle, sozialen Kanäle reingehört, haben also bei Facebook, bei Twitter, bei Google nachgefragt, unsere User gefragt, wie stellt ihr euch Deutschland 2015 vor? Und wir haben ziemlich viel Feedback bekommen, also es wurden ein paar Szenarien skizziert, wie das aussehen könnte im Jahr 2050, aber es gab auch ein paar kritische Fragen natürlich. Ich habe mal ein paar Postings zusammengestellt und hoffe, dass das vielleicht hier für die Diskussionsrunde auch spannend sein kann. Und zwar bei Facebook hat uns geschrieben Samet Abdelhaim. Er hat eine ganz konkrete Frage an die Politik, nämlich: Hält die Bundesregierung an ihrem Ziel 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 fest, und wie will sie das noch erreichen? Und zum Zweiten: Gibt es ein Vorankommen beim Thema Netzausbau bezüglich der Stromtrassenverlegung? Wie ist da der Status quo, möchte er wissen. Ich lese jetzt einfach noch mal ein paar Fragen vor, dann haben wir das auch. Silke Puhmann hat uns ebenfalls bei Facebook geschrieben, und sie bezieht sich ein bisschen auf die aktuelle Diskussion um die Frage, ob E-Mobilität bzw. E-Autos gefördert werden sollen. Sie sagt, die aktuelle Diskussion um die Frage, ob man E-Autos mit einer Prämie unterstützen muss, scheint mir etwas zu kurz gegriffen. Wenn wir über die Zukunft der Mobilität sprechen, dann reden wir über bessere Vernetzung und Verzahnung von verschiedenen Verkehrsmitteln wie Bahn, Bus und Carsharing oder selbstfahrende Fahrzeuge. Die deutschen Autokonzerne sollten keine Angst vor ihren unmittelbaren Konkurrenten haben, sondern eher Angst haben vor Google und Apple, die wahrscheinlich Mobilität bereits jetzt ganz anders denken. Ja, zur Frage, ob 2050 die Menschen sich vielleicht ganz anders jenseits von Flugzeug, Schiff oder Auto bewegen werden. Dazu hat Anja Lück ihre ganz eigene Meinung. Sie sagt, hoffentlich bewegen wir uns wieder mehr zu Fuß fort, denn Gesundheit fängt im Kleinen an, unter anderem mit ausreichend natürlicher Bewegung. Vielleicht also die Frage an Frau Lenz, werden wir in Zukunft faul? Gibt es Fortbewegungsmittel, bei denen wir uns selber gar nicht mehr bewegen müssen? Vielleicht auch eine ganz spannende Frage.
Eine konkrete Frage zum Thema Carsharing von Marie Herzberg, dann an Herrn Gabriel. Ich glaube, wir hatten das eben schon mal ein bisschen angeschnitten. Und zwar gibt es Studien, die die Wirksamkeit von Drive4Now oder Car2Go belegen können. Marie schreibt, ich benutze beide Anbieter, frage mich aber, ob dadurch wirklich weniger Leute Auto fahren oder mehr Leute vom Bus oder der Bahn aufs Auto umsteigen. Genau, noch eine sehr lustige Frage möglicherweise. Ich weiß nicht, ob da jemand Auskunft geben kann. Wenn es selbstfahrende Autos gibt, braucht man dann überhaupt noch einen Führerschein? Möchte jemand wissen? Und und wenn es selbstfahrende Autos gibt, fahren die auch bis nach Italien oder machen die an der deutschen Grenze Halt? Also die Frage, ob die EU dort auch gut vernetzt sein wird. Ja, erstmal so viel von mir. Ich habe gerade noch die Mitteilung bekommen, bei Twitter sind wir jetzt auf Platz 3, was das Thema deutschlandweit betrifft. Also wenn Sie sich alle jetzt noch, oder die Leute, die sich im Livestream das anschauen, noch ein bisschen zulegen, schaffen wir es vielleicht sogar noch auf Platz 1, was die Themen heute Nachmittag betrifft. Okay, super, vielen Dank. Wir fragen nachher nochmal ab und ich würde vorschlagen, wir haben jetzt so viel Stoff für eine Runde, dass man einfach mal von rechts nach links jeden was dazu sagen lassen, wobei ich ja gedacht habe, die schwierigen Fragen gehen jetzt nur an unsere Gäste. Und jetzt war das erste ja gleich mal zur Elektromobilität. Also vielleicht darf ich dann dafür die Politik kurz antworten, dass es bei uns in der Unionsfraktion ja wirklich kritisch gesehen wird, jetzt dieses Thema Kaufprämie. Aber ich glaube, am Ende ist doch wichtig, dass wir jetzt mal ein Paket hinbekommen haben für die Förderung der Elektromobilität, dass wir nicht länger rumdiskutiert haben. Seit anderthalb Jahren führen wir die Diskussion. Und es gibt in der Politik ja immer viele gute Argumente dafür und dagegen. Und so war es bei jeder einzelnen Maßnahme zur Förderung der Elektromobilität. Macht man steuerlich was? Gibt es viele, die sagen, da sprechen die und die Gründe dagegen. Macht man was für die Infrastruktur? Ladeinfrastruktur hatten wir gestern auch noch Diskussionsbeiträge. Ja, wie ist es denn, wenn in 4 Jahren die Technik schon wieder ganz anders aussieht? Macht das überhaupt Sinn? Also man kann gegen jede einzelne Maßnahme so viele Argumente bringen. Deswegen bin ich persönlich jetzt wirklich froh, dass jetzt mal ein Paket verabschiedet wurde, dass wir müssen es auch im Bundestag natürlich auch verabschieden, aber dass die Bundesregierung sich mal darauf verständigt hat und dass wir damit auch zeigen, dass wir wirklich auf die Elektromobilität setzen. Und das wird, glaube ich, auch kein Politiker anders sehen. 1 Million ist ein überaus ambitioniertes Ziel. Ob das noch zu erreichen ist, wird man wirklich sehen. Wir haben ja noch andere schwierige Rahmenbedingungen mit den niedrigen Benzinpreisen und dass es einfach bisher beim Verbraucher noch nicht so gut ankommt, dass die 1 Million zu erreichen schon eine große Herausforderung ist. Aber ich glaube, wir schaffen jetzt schon nochmal einen richtigen Push, dass es vorangeht, dass die Bestellungen, dass die Verkaufszahlen bei Elektroautos dann auch wirklich hochgehen und wir zeigen, dass die Mobilität der Zukunft in jedem Aspekt sich wirklich in Deutschland dann auch widerspiegeln soll. Wichtiges Thema natürlich auch immer die Energieversorgung, deswegen passt die auch schwierige Frage nach den Stromtrassen da ganz gut dazu, aber ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg nach vielen schwierigen Diskussionen. Da bin ich jetzt nicht so der Experte, da denke ich eher an andere Mitglieder der Jugendgruppe, die da auch viel im Wahlkreis in schwierigen Diskussionen teilnehmen mussten. Aber ich glaube, mit Ansatz, dass man es dann vielleicht doch noch etwas teurer auch realisiert, aber damit dann auch manche Bürgerproteste eher aufgreifen kann, sind wir da jetzt dann doch auf einem guten Weg. Aber so wie die Elektrifizierung in vielen Bereichen immer mehr eine Rolle spielt, wird man einfach auch die starken Netze brauchen im Zuge der Energiewende und dem Umstieg auf die erneuerbaren Energien. So viel mal von mir vorab. Und jetzt würde ich vorschlagen, von Herrn Jungwirth angefangen, einfach mal eine Runde zu den ganzen Beiträgen aus dem Netz. Ja, sehr gerne. Ich fange dann mit den letzten Fragen an, die mich persönlich natürlich auch sehr interessieren und beschäftigen. Und ich gehe davon aus, dass Menschen keinen Führerschein mehr brauchen und sich einfach von A nach B in diesen vollautonomen, in den selbstfahrenden Fahrzeugen fortbewegen lassen. Auch zu der zweiten Frage, ob die dann an der Grenze stehen bleiben. Zum einen gibt es ja keine Grenzen mehr, das heißt, die fahren einfach durch, die kennen keine Grenzen. Aber es wird so sein, diese Fahrzeuge fangen natürlich in den Städten an. Ja, das heißt also, man wird mit den vollautonomen Autos, die Menschen von A nach B bringen, in den Städten anfangen, weil dort der Bedarf natürlich am höchsten ist. Aber die Landstraßen und die Autobahnen mit abzudecken, das ist relativ einfach, was jetzt die Software angeht. Insgesamt möchte ich aber noch hinweisen, darauf hinweisen, dass neben dem Thema Sicherheit, ja, dass diese Autos einfach viel sicherer fahren werden als wir Menschen,
ist zum einen, weil die keine Schrecksekunde haben, ja, wie wir Menschen, die können in Millisekunden oder Mikrosekunden reagieren. Die haben auch, sag mal, eher 20 Augen ums ganze Auto herum, nicht nur zwei wie wir. Die trinken nicht, lassen sich auch sonst nicht irgendwie ablenken von anderen Mitmenschen im Auto. Sie regen sich auch nicht auf über andere im Straßenverkehr. Also es wird ganz viele Faktoren geben und es ist natürlich hochkomplex. Ja, wir haben Sensorik mit 360 Grad Laser, mit Radar, mit Kameras, vielleicht sogar noch Ultraschallsensorik. Wir haben Zentralrechner, wir haben volle Redundanz auch in der Bremse und in der Lenkung und dann natürlich sehr viel Software. Also in Summe etwa 70% Software, also von der Umgebungserfassung über die Sensorfusion, die Objekterkennung, die Situationsanalyse, ganz viel Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Und dann das Routen oder Path Planning, die ganze Entscheidungslogik, auch dort sehr viel mit Deep Learning und künstlicher Intelligenz bis zur 10 cm genauen lernenden Karte, die wir natürlich als Konzern mit hier, der uns jetzt zu einem Drittel gehört, gemeinsam aufbauen. Also ich kann nur sagen, insgesamt diese Welt wird gut, sie wird, sag ich mal, uns auch sehr viel einfache Mobilität anbieten und sie wird uns Zeit zurückschenken. Ja, wir verschwenden, jeder von uns hier im Raum, also im Durchschnitt etwa 4,3 Lebensjahre. Das sind also 37.668 Stunden in unserem Leben im Auto und vielleicht viele von uns sogar darüber. Und diese Zeit können wir den Menschen zurückschenken und wir können auch den Menschen dann ermöglichen, vielleicht sogar ein Wellnessprogramm während dieser Fahrt zu haben oder die Natur zu genießen und dann hoffentlich ja auch über Nacht, so wie heute mit der Bahn, sich bewegen zu lassen. Ronald Pofalla. Ja, die Mobilität verändert sich nach unserer Einschätzung und wir können das mit Zahlen belegen, bereits viel dramatischer, als das öffentlich bekannt ist. Also die Frage Mobilität und Digitalisierung, wenn ich jetzt nur an den Personenverkehr denke, da spüren wir anhand der Zahlen, die wir sehen, dass der Markt komplett in der Veränderung sich befindet. Und man kann folgende These aufstellen: Da, wo im öffentlichen Bereich, der nicht urban ist, weil da gibt es Ausnahmen, die will ich gleich beschreiben, wir faktisch eine Situation haben, dass wir anhand der Zahlen sehen, dass wenn der öffentliche Bereich sozusagen keine digitalisierten Angebote unterbreitet, er deutlich verliert. Und das hat ja zunächst erstmal mit Mobilität im engeren Sinne gar nichts zu tun. Aber offensichtlich gibt es Kundenverhalten und Nutzerverhalten im Blick auf die Mobilität, wo sozusagen über die Frage, ob etwas digitalisiert angeboten wird, am Ende die Entscheidung getroffen wird, welche Plattform, welches Medium, welche Fortbewegungsform man sucht. Und das ist eine Riesenherausforderung für den gesamten öffentlichen Bereich. Ich will nur ein Beispiel nennen, weil das bei uns gerade in der Erarbeitung ist. Das hört sich trivial an, dahinter stecken aber Milliardeninvestitionen. Die Bahn wird gar nicht anders können, als das größte zusammenhängende WLAN-Netz in Deutschland aufzubauen. Welche technischen Voraussetzungen das allerdings erfordert, will ich hier nicht beschreiben und welche Investitionen, die damit verbunden sind. Wir sind der festen Überzeugung, wenn wir dieses Angebot nicht schaffen, schaffen wir am Ende auch nicht, im Mobilitätsmarkt weiter die Rolle zu spielen oder sie sogar ausbauen zu können wie bisher. Und der eigentliche Transformationsriemen ist die Frage der digitalisierten Angebote und deshalb arbeiten wir also an entsprechenden Apps, wo Kunden von uns in Echtzeit sich selber oder auch über einen Dienst, da haben wir jetzt gerade einen Versuch im Markt, sich quasi entweder selber Mobilitätsketten zusammenstellen oder sie sich zusammenstellen lassen. Und das ist ein Markt, der schießt durch die Decke. Also bei dem Versuch, wir haben gar nicht geglaubt, dass wir so hohe Nutzerzahlen bekommen. Wir haben einen ersten Versuch, wo wir für Kunden Mobilitätsketten zusammenstellen. Und wir können der Nachfrage gar nicht gerecht werden, weil wir gar nicht so schnell Personal aufbauen können, wie die Nachfrage wächst. Also das ist eine unglaubliche Veränderung, die da stattfindet. Wie ich aber ohnehin glaube, und da würde ich eine These von Ihnen
unterschreiben. Das heißt nicht, dass man trotzdem in einem Minimum zu rechtlichen Regelungen kommen muss. Ich sage nur Stichwort Datenschutz. Da wandert auf uns ja auch einiges an Problemen zu. Aber ich würde tatsächlich der Politik den Rat geben, nur da etwas zu regeln, wo man etwas regeln muss und nicht den Fehler zu begehen, durch einen zu engen regulatorischen Rahmen zu glauben, man könnte darüber Mobilität organisieren. Die Menschen werden das nicht annehmen und die Menschen werden darauf nach meiner festen Überzeugung auch ablehnend und abwehrend reagieren. Eigentlich stehen wir in den nächsten 5 bis 7 Jahren und länger und größer ist der Zeitraum nicht, vor einer gigantischen Veränderung im Bereich der Mobilität und Politik sollte sich nur darauf konzentrieren, das zu regulieren, wo es reguliert werden muss, weil wir da bisher keine Regelungen haben, aber dann auch im Markt zu beobachten, was passiert. Dann kann man immer noch später versuchen einzugreifen, aber meine Bitte wäre, nicht zu früh zu regulieren, weil ich einfach glaube, dass, was ich auch bei den Start-ups-Unternehmen sehe, und wir verfolgen im Bereich der Mobilität diese Szene sehr genau, ist so ermutigend für die, die sich mit Verkehr und der Frage der Reduktion von CO2 befassen, dass ich glaube, diesem Markt muss man eine Chance geben. Frau Lenz. Ich habe auch nicht gesagt, zu stark regulieren, aber ich glaube, man muss einen Plan haben und innerhalb dieses Planes dann, so wie Sie eigentlich auch sagen, wenn man dann sieht, da läuft was in eine Richtung, die man nicht gewünscht hat, dann muss man sich überlegen, kann man was tun. Ich möchte auf 2 Dinge eingehen. Das eine war die Frage, werden wir faul? Vielleicht werden wir faul. Wir haben im Zusammenhang mit einer Untersuchung zum autonomen Fahren mal mit jungen Menschen gesprochen, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Also in kleinen Gruppen, nichts Repräsentatives, aber einfach mal die Ideen der Menschen zum Thema autonomes Fahren mitzubekommen. Und zwar nicht derer, die sich sowieso jeden Tag damit beschäftigen, sondern quasi die Menschen von der Straße, nenne ich jetzt mal. Und da war das tatsächlich ein Punkt, der immer wieder genannt wurde, dass Automatisierung, da geht das mit dem Auto los, aber das geht dann mit dem Smart Home weiter, eigentlich dazu führt, dass die Menschen aufhören, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Denn ihr Kühlschrank spricht ja mit ihrem Outlook-Kalender und der wiederum spricht vielleicht mit ihren Socken. Ja, die wissen, nach so und so viel Tragen bin ich jetzt mehr oder minder durch. Also sie selber müssen sich nicht mal mehr entschließen, jetzt ein paar neue Socken zu kaufen, weil die kriegen sie ja geliefert. Und so ist es mit dem Auto dann irgendwie auch. Das macht alles für sie und sie haben keinen eigenen Bereich, wo sie selber noch entscheiden müssen. Das halte ich für eine sehr wichtige Frage im Zusammenhang mit autonomer Mobilität, die sich super bequem anhört, aber die eben ein Teil dieser generellen Digitalisierung, Automatisierung ist. Wer sich da noch mal ein bisschen einlesen möchte, dem empfehle ich das Feuilleton von der Neuen Zürcher Zeitung von gestern. Zum einen diese Bedenken, die Menschen von sich aus in sich tragen, spricht dagegen, dass wir faul werden. Was anderes, es gibt ja auch so eine Art Gegenbewegung. Ich kenne mittlerweile mehrere Personen, die irgendwas am Handgelenk tragen, das ihnen dann sagt, wie viele Schritte, wie viel Hüpfer, wie viel, ich weiß nicht, was sie im Laufe dieses Tages gemacht haben, die sich also hinsichtlich ihrer Gesundheit und auch ihrer Bewegung und Beweglichkeit tatsächlich überwachen lassen. Ich glaube, das macht uns nicht macht uns das autonome Auto nicht automatisch faul. Was mich gewundert hat, ist, dass Sie, Herr Jungwirth, gesagt haben, dass mit den vollautonomen Fahrzeugen wird in der Stadt losgehen. Das ist ich brauche Ihnen das ja nicht erzählen, Sie sind ja der Automobiler. Das ist die komplexeste Situation, die wir überhaupt haben. Und dennoch erwarten Sie, dass autonomes Fahren in den Städten losgeht. Und letztendlich frage ich mich auch, braucht es denn oder muss das denn sein, dass es in den Städten losgeht? Wenn Sie sich eine Stadt wie Berlin, aber das kann auch Köln, Hamburg, Stuttgart, München sein, angucken, dann haben Sie dort heute eine extrem hohe Dichte an vielfältigem Mobilitätsangeboten. Das geht von den Füßen bis zum Auto oder zum Carsharing-Auto. Da brauche ich nicht unbedingt noch das autonome Auto. Wo meines Erachtens ein wirklich dringender Bedarf da ist, das ist im ländlichen Raum. Im ländlichen Raum, wo Sie ein schlechtes öffentliches Angebot haben und wo Sie ziemlich viele von diesen Menschen haben, die Sie vorher beschrieben haben, die halt nicht mehr selbstständig mobil sein können.
Und ich denke, die Bahn, die wird das sehr gut beschreiben können, welche Kosten zum einen auf sie zukommen mit der Bedienung des öffentlichen Raumes, aber auch welches Potenzial da wäre, diesen Menschen Mobilität zu verschaffen in dem Moment, wo man eben einen autonomen Dienst dort aufbaut. Gut. Herr Gabriel. Also von meiner Seite noch ganz kurz die Frage, inwieweit da Entlastungseffekte zu sehen sind. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, die Stadt München hat eine Studie in Zusammenarbeit mit allen Carsharing-Unternehmen durchgeführt in den letzten 4 Jahren. Und da kam, wie gesagt, raus, dass 10% der Kunden mindestens ihr privates Fahrzeug abgeschafft haben, 40% auf einen Kauf eines weiteren Fahrzeugs verzichtet haben. Ich glaube, das ist der interessante Ansatz, das ist die Zweitwagen-Drittwagen-Problematik. Und dass durch die Angebote des Carsharings 41 Millionen Kilometer weniger gefahren wurden in dem Zeitraum. Das heißt also auch CO2-seitig haben wir da gewisse Effekte, die wir da sehen. Wenn wir das quasi noch mit der Anzahl der Elektrofahrzeuge multiplizieren, in Anführungszeichen, die wir einsetzen, hat man natürlich nochmal einen sehr viel stärkeren CO2-Effekt. Ich glaube am Ende, Thema Kannibalisierungseffekte zum ÖPNV, ja, natürlich gibt es die, allerdings nicht im großen Umfang, ist eher komplementär, was die Studien zeigen. Wichtig ist, glaube ich, am Ende aber eine ganz andere Frage und darum ist diese Diskussion über Kannibalisierungseffekte auch die falsche aus meiner Sicht, nämlich schafft man es durch die Bündelung, und da hatten Sie, Herr Pfaller, ja schon das Thema Mobilitätsplattformen angesprochen, durch die Bündelung von Angeboten und durch die Digitalisierung dieser Angebote, Leute dazu zu bewegen, von ihrem eigenen Auto wegzukommen. Wir sind da ein bisschen immer in dieser Junkie-Diskussion. Man braucht sein Privatfahrzeug, weil es irgendwie sicher vor der Tür steht und man kann dann jederzeit darauf zugreifen. Aber eigentlich machen wir es nicht, weil am Ende steht ein Privatfahrzeug eine Stunde oder 23 Stunden am Tag rum und eine Stunde fährt es. Unsere Fahrzeuge haben heute eine Auslastung von 3 bis 5 Stunden. Das heißt also, hier haben wir schon alleine auch mal den Entlastungseffekt an der Stelle. Digitalisierung vielleicht noch ganz kurz, würde ich sagen. Wir stehen natürlich an vielen Stellen vor der Herausforderung Digitalisierung. Wir haben ganz speziell ein Thema Führerscheinkontrolle. Ganz spannendes Thema. Wir hatten ja gesagt, Führerschein brauchen wir nicht mehr. Ne? Heute brauchen wir aber noch. Und wir sehen halt so ein bisschen, wie das Ausland die Themen handelt. Wir sehen, wie Deutschland das Thema handelt. Und in Deutschland ist es sehr komplex und kompliziert. Wir wünschen uns eigentlich eigentlich eine digitale Schnittstelle zum KBA, wo wir einfach sagen können, wir kriegen die Führerscheindaten zugespielt und auch möglicherweise den Punktestand des Führerscheinbesitzers, einfach um festzustellen, ob es Sinn macht, dem auch Zugang zu gewähren oder möglicherweise keinen Zugang zu gewähren an der Stelle. Ich glaube, damit lassen sich Unfälle vermeiden an der Stelle. Das ist ein bisschen der Wunsch. Und vielleicht als Letztes nochmal ganz kurz, ich glaube, Thema autonomes Fahren nochmal, ich glaube, es sind 2 Phasen, die da kommen werden. Also zum einen, was ja heute schon gesteht, ist teilautonom und da sind wir auf den Langstrecken, ne? Wo Leute einfach sagen, okay, ich lehne mich zurück und das Fahrzeug fährt mich dann quasi bis über nach Italien. Das ist, glaube ich, das, was relativ schnell kommen wird, wenn es darum geht zu sagen, ja, können wir bis nach Italien fahren. Ich glaube ja eher, dass da ein Verkehrsmittelwechsel stattfindet oder dass man sozusagen Privatfahrzeuge bündelt und wie auf Schiene fährt. Ne? Quasi gesteuertes Fahren, ohne dass die Leute noch eingreifen müssen. Aber der Wunsch wäre natürlich auch, dass wir das Thema in der Stadt beginnen, weil da macht es aus meiner Sicht auch am meisten Sinn. Und dann ist so das Thema, was Sie gesagt haben, ja, Mobilität, da gibt es ja genug Mobilitätsformen. Einige wird es ja nicht mehr geben. Ehrlich gesagt, weil da wird ein ganz klarer Verdrängungswettbewerb, Taxi ist ein Riesenthema. Also ganz klares Verdrängungswettbewerb zum Taxi stattfinden und da wird auch, Uber wird es auch autonom machen, warum sollen die nur Fahrer einsetzen, wenn die Autos autonom fahren? Also dann ist halt Uber der Betreiber, das ist halt die große Frage am Ende, wer ist denn der Betreiber von so einem System? Ne? Und da wird es auch keine Beziehungseffekte und zwar massiv im ÖPNV geben, ne? Aber der ÖPNV mit der Grundlast wird trotzdem weiter bestehen. Herr Jungwirth, regulatorische Themen hatten Sie ja vorhin auch schon angesprochen. Wir haben jetzt als Bundestag und auch die Bundesregierung beschlossen, dass es ein erstes Testfeld gibt für die Digitalisierung, für das automatisierte Fahren. Und natürlich hat man mit der Autobahn angefangen. Begründung, da ist am einfachsten technologisch, da sind wir auch zuständig. Jetzt haben wir aber auch als Bundestagsfraktion beschlossen, dass wir weitergehen wollen und dass es schnell auch Testfelder geben muss in größeren Städten und in kleineren Städten, dass wir wirklich in allen Regionen auch zeigen können, was da wirklich möglich ist, was die Zukunft sein kann. Aber die Frage, Diskussionspunkt war ja auch, wo geht es denn dann wirklich los? Wo macht es am meisten Sinn? Also, ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch wichtig, das zu erklären, ja, weil wir reden ja über diese 5 Automatisierungsstufen von Stufe 1 über 2, wo wir heute sind, ja, mit unseren Fahrassistenzsystemen, mit dynamischer Abstandsregelung.
Und es gibt noch kein Fahrzeug, was Stufe 3 teilautomatisiert auf dem Markt fährt. Die werden also in Kürze erwartet. Und ich sag mal, die teilautomatisierten bzw. hochautomatisierten Autos, also Stufe 3, Stufe 4, die werden dann, ich sag mal, auf den Autobahnen zum Beispiel als erstes automatisiert fahren. Das heißt, man fährt auf die Autobahn, kann dann den Autopiloten einschalten und kann wirklich Nebentätigkeiten im Prinzip ohne auf die Straße zu schauen tätigen. Das Schwierigste ist die Stufe 5, also wirklich Vollautomatisierung, oder das ist dann eben die Vollautonomie oder selbstfahrende Fahrzeuge, die wirklich von Tür zu Tür, von A nach B Menschen befördern oder Waren befördern. Also ich nehme den Hinweis auf jeden Fall auch nochmal mit. Ich stimme dem auch zu. Also die ländlichen Gebiete sind natürlich ebenso wichtig, wobei natürlich der Markt jetzt am höchsten ist im Sinne von aktueller Bedarf, sage ich mal, und natürlich auch im Prinzip die Masse an Demand, sage ich mal, ist sehr hoch in den Städten. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten parallel sowohl an der Lösung, sagen wir mal, für die Stadtgebiete als auch für die ländlichen Gebiete. Ich könnte mir aber vorstellen, ich kann es Ihnen aber nicht beweisen, ich habe auch keine Studie dazu, dass im ländlichen Raum, der Zugewinn, der Nutzen viel schneller sichtbar wird, dass Sie dort auch schneller mit einer hohen Akzeptanz rechnen können und dass es gewissermaßen diese Transition durchaus sehr sinnvoll an der Stelle begonnen werden könnte. Aber wie gesagt, das ist mein Bauchgefühl und nicht mein wissenschaftliches Wissen. So, jetzt haben wir noch eine Scharte auszuwetzen, nämlich dass es vorher mit dem Ton nicht geklappt hat. Und wenn Sie einverstanden sind, starten wir jetzt nochmal einen zweiten Versuch mit Doro Bär. Angeblich soll es jetzt funktionieren, also wir werden sehen, ob es gleich klappt. Oder war die Aufforderung jetzt zu schnell? Aber ich habe es ja auch schon mal bei Twitter kundgetan, dass es gleich funktionieren wird. Sonst? Okay. Aber dann kann ich schon mal vorwarnen, dass jetzt natürlich auch gleich Sie im Publikum dran sind, die Sie ganz konventionell an eins der Mikrofone gehen wollen und dort sich zu Wort melden wollen. Parallel ist natürlich auch immer möglich, die sozialen Netzwerke weiter zu nutzen. Und da kommt das Video schon. Okay, wir haben es versucht. Sie können es bestätigen. Dann frage ich mal ins Publikum, gibt es von Ihnen denn Wortmeldungen an den Mikrofonen? Jawohl, da hinten sehe ich die erste und dann Reihe 2 gleich die zweite. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach ein paar Wortmeldungen aus dem Publikum und sind dann gespannt auf die Antworten hier vorne dazu. Bitte. Ich hatte erstmal eine Frage zur Verbesserung der Radinfrastruktur in den größeren Städten. Ich selber fahre ja sehr viel mit Fahrrad und muss sagen, in Berlin ist Fahrradfahren eigentlich oftmals lebensgefährlich, weil auch Autofahrer keinerlei Rücksicht auf Fahrradfahrer nehmen, selbst wenn man auf dem Radweg fährt. Und deshalb wäre das ein Punkt, der vor allen Dingen für mich interessant wäre. Die Verbesserung von Radinfrastruktur und Radschnellwegen zwischen Potsdam und Berlin und auch ähnlichen Strecken. Okay, vielen Dank. Wir sammeln einfach 2, 3 Wortmeldungen. Markus Hofmann, ich teile die Vision, die hier so beschrieben wird. Ich nenne die organisierte Mobilität, wo Individualverkehr und öffentlicher Verkehr konvergieren aufgrund der digitalen Systeme. Die Fragen, die da entstehen, sind für mich, wer managt dieses Backend? Sind das regionale Betreiber oder sind das globale Player? Wem gehören die Daten, die erzeugt werden? Ich weiß, dass BMW angeblich die Fotos sammelt, die Kameras heute schon machen. Und dann entstehen natürlich mehr Bilder, als Google Earth hat. Wie resilient sind diese Systeme für Störungen und, sag ich mal, Extremwetterlagen? Und kann es jeder nutzen oder gibt es einen Ausschluss? Ist es eine öffentliche Infrastruktur für die Alten und Behinderten, wie Sie es gesagt haben, oder ist das nachher privat? Und die zweite Sache, da der Mensch ein sehr unberechenbares Wesen ist und ich noch nicht mal weiß, ob ich 2050 persönlich erlebe, wäre es nicht einfacher, mit den Gütern anzufangen und die Logistikketten zu automatisieren, weil deren Willensentscheidung, welches Verkehrsmittel sie heute wählen, ist komplett steuerbar? Okay, vielen Dank. Haben wir ja schon wieder genügend Input. Frau Professor Lenz, wollen Sie vielleicht starten? Ja, mit dem Radverkehr, das ist so eine Sache. Klar, wir hätten alle, ich glaube, außer den eingefleischten Autofahrern, hätten alle gerne mehr Radinfrastruktur.
Es ist aber einfach auf den Straßen oft nicht möglich, noch mehr Radinfrastruktur in dem Sinne zu schaffen, dass wirklich Radwege ausgewiesen werden. Also auch an der Stelle werden wir nicht drum rumkommen, einen Plan zu haben, der möglicherweise auch eine Reduktion, und zwar eine massive Reduktion des Autoverkehrs dadurch vorsieht, dass ganze Spuren freigemacht werden oder dass wir uns darauf einlassen, dass es eben ein Miteinander von Fahrrad und Auto auf der Straße gibt. Sie schütteln den Kopf, ich kann das verstehen, ich bin auch ganz viel mit dem Fahrrad unterwegs und nichtsdestotrotz, es werden immer wieder so Städte wie Kopenhagen oder wie Münster genannt. Und wenn Sie dort unterwegs sind, erleben Sie nämlich genau das, dass es ein Verständnis für dieses Miteinander gibt. Und dann gibt es eben zusätzliche Maßnahmen, zum Beispiel, welchen Platz mache ich dem Fahrrad an der Ampel, erlaube ich dem Fahrrad eben quer über eine Kreuzung zu gehen und so weiter und so fort. Ich halte es aber nochmal für nicht möglich, tatsächlich die Fahrradinfrastruktur im Sinne von Fahrradwegen so auszubauen, dass allen Genüge getan wird. Wenn Sie sich eine Stadt wie Berlin angucken, gibt es auch noch ganz andere Punkte in der Fahrradinfrastruktur, nämlich wo stelle ich mein Fahrrad ab und wo stelle ich so ab, dass es abends noch da ist. Ja? Das ist eine nicht einfache Frage. Und das ist ein Problem übrigens, das nicht nur Berlin hat. Also möchte ich dazu sagen. Und dann kommt noch die Frage dazu, die Sie gestellt haben für Fahrradschnellwege. Ja, das halte ich für eine sehr, sehr sinnvolle Einrichtung, gerade in einer so flächigen Stadt wie Berlin. Daran wird gearbeitet, aber auch da gibt es einfach tierisch viele Widerstände, um diese Fahrradinfrastruktur, die dann eben wirklich eine Schnellinfrastruktur wäre, herzustellen. Ich kann nur sagen, ja, kämpft. Ronald Pofalla, reden wir zu viel über die Auswirkungen der Digitalisierung im Verkehr, der Automatisierung für die Menschen und zu wenig über die Güter und die Logistik? Ja, objektiv ja. Weil wenn Sie sich die Zahlen, ich greife jetzt mal nur auf die Zahlen der Bundesregierung zurück, weil sie ja Prognosen macht, wenn Sie sich nur mal die Prognosen der Bundesregierung ansehen, dann bis zum Jahre 2030, dann prognostiziert die Bundesregierung einen Zuwachs beim Güterverkehr bis 2030 um 38% und im Bereich des Personenverkehrs von 18%. So, und beide Zahlen machen eben deutlich, was sich nochmal verändern wird. Wir haben nun, darauf will ich jetzt aber nicht näher eingehen, eine wettbewerbliche Situation im Güterverkehr, die miserabler nicht sein kann. Es hat Gründe, die sind politisch bedingt und es sind Gründe, die sind nicht politisch bedingt. Und ich nenne mal als wahrscheinlich wichtigsten Punkt, der nicht politisch bedingt ist, aber am nachhaltigsten zulasten des Güterverkehrs gewirkt hat. Die Veränderung des Dieselpreises hat verheerende Folgen auf die wettbewerbliche Situation im Güterverkehr gehabt. Trotzdem hilft nicht jammern, man muss sich auf die Situation einstellen und deshalb ist übrigens im Bereich der Digitalisierung des Güterverkehrs vieles möglich. Ich nenne Ihnen nur zwei Beispiele. Wir können, wenn wir den Güterverkehr, sagen wir mal, stärker digitalisieren, ich rede gar nicht von voller Digitalisierung, das wird etwas länger dauern, aber wenn wir ihn teildigitalisieren, dann können wir im Güterverkehr Mobilitätsketten zusammenstellen, die heute unglaublich kompliziert sind. Also faktisch, ich will auf Einzelheiten nicht eingehen, gibt es in Deutschland überhaupt nur noch den Einzelwagenverkehr im Güterverkehr. Den gibt es im Ausland gar nicht mehr, weil der ist so unrentabel, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, weil diese Einzelwagen müssen ja einen eigenen Fahrplan bekommen, an welcher Stelle in Deutschland die sozusagen mit einem anderen Wagen verbunden werden und irgendwann zu einem Güterverbund zu einem Güterzug zusammengestellt werden. Das ist hochkomplex und das wird heute alles händisch gemacht. Und wenn wir gut sind, wird es am PC gemacht. Und die Digitalisierung, und wir haben das ausgerechnet, gibt uns einen Kapazitätsschub, ohne dass wir irgendetwas baulich verändern, aus dem Stand heraus von 30%. Das heißt also, wir haben ganz andere Möglichkeiten, Mobilitätsketten im Güterwagenbereich zusammenzustellen.
Und wir sind dann am Ende, so komisch es sich anhört, für diejenigen, die sich damit nicht befasst haben, wir können dann zum ersten Mal feste Fahrpläne für Güterverkehr entwickeln. Und das ist deshalb so interessant, weil beispielsweise für die Logistikketten von VW oder andere, sagen wir mal, Industrieunternehmen, die Logistikketten haben, ist sozusagen der Güterwagenverkehr deshalb häufig ein Problem, weil sie ihre eigenen Produktionsketten nicht auf die Unzuverlässigkeiten im Güterwagenverkehr einstellen können. Wenn wir jetzt aber eigene Fahrpläne entwickeln können, nur für Güterverkehr, und die sind verbindlich und auch wie Züge und Wagen zusammengestellt werden, dann wird es für auch kleinere und mittlere Unternehmen und nicht nur für Industrieunternehmen, die Massengüter haben, dann wird plötzlich der Güterverkehr für ganz andere Bereiche interessant, weil wir dann garantieren können, wann wo abgefahren wird und wann auch verbindlich wo angekommen wird. Deshalb sehe ich im Gänze angesichts zwar der zurzeit schwierigen wettbewerblichen Situation für die Zukunft im Güterwagenverkehr eine blendende Zukunft. Und ohne darauf einzugehen, der Bundesverkehrswegeplan, den der Bundesverkehrsminister gerade vorgelegt hat, sieht im Grunde genommen mit dem Ostkorridor und dem Westkorridor, da sind die großen neuen Gütertrassen, die wir in Deutschland entwickeln wollen, eigentlich die Voraussetzungen dafür da, um im eigentlichen Schienennetzsystem die Voraussetzungen zu schaffen, sodass ich ganz optimistisch bin, dass wir in den nächsten Jahren zugunsten des Güterverkehrs eine völlig neue und andere, auch wettbewerbliche Situation haben werden. Frau Lenz, direkt ich würde dazu gerne ein bisschen Wasser in diesen Wein kippen. Und zwar wieder kommt aus dieser Diskussion um Automatisierung. Wir sehen ja autonomes Fahren nicht nur im Bereich des Personenverkehrs, sondern auch des Güterverkehrs. Und ich glaube, dass da in der Tat die Bahn sehr stark unter Druck geraten wird. Es geht ja nicht nur darum, dass das Fahrzeug autonom fährt, sondern darum auch, dass die Logistiksysteme, also die B- und Entladesysteme, automatisiert werden. Da werden dann Infrastrukturen geschaffen an einer bestimmten Stelle im Raum. Und diese Stelle im Raum ist dann entweder mit dem LKW zu erreichen oder aber mit der Bahn. Und letztendlich ist es auch so eine Art Wettrennen, das dort stattfindet. Und wenn Sie heute Studien angucken, die sagen, durch die Automatisierung sowohl des Verkehrs plus der B- und Entladung ist eine Ersparnis von 20-30% in den Logistikkosten, die ohnehin sehr niedrig sind, möglich. Das heißt, da ist ein erheblicher Druck da. Ich sage nicht, dass man das nicht gewinnen kann, aber der Druck ist einfach erheblich und wird wahrscheinlich schneller noch, viel schneller noch gehen als im Bereich des Personenverkehrs. Das ist richtig beschrieben, den Punkt sehen wir auch. Wir wollen aber bewusst angreifen. Und der Angriff erfolgt auf einer Ebene, bei uns wird dann ja auch automatisiert gefahren, also auch bei uns werden die Kosten runtergehen und Sie müssen bei uns sehen, ist der Personalkostenbereich also in der eigentlichen Logistikkette extrem hoch, könnte ich erklären, warum ist so, die könnten wir wirklich senken. Wenn wir feste Fahrpläne bekommen, haben wir zur Straße einen Vorteil. Wir haben keine Staus. Also wenn wir sozusagen in der Logistikkette sozusagen Transportzeiten und Wege garantieren können, wird bei aller Automatisierung auf der Schiene und bei allem autonomen Fahren auf der Straße, aber das müssen wir uns erst erarbeiten, da sind wir noch nicht, haben wir zum ersten Mal einen Vorteil gegenüber der Straße, weil wir dann feste Abfahrts- und Ankunftszeiten garantieren könnten, die auf der Straße niemals, weil sie werden immer Stausituationen haben, dann in dieser Genauigkeit geplant werden könnten. Davon sind wir noch weg. Aber ich will nur andeuten, an der Stelle wollen wir angreifen, weil diese Veränderungen uns neue Möglichkeiten geben, die wir bisher nicht hatten. Wir haben auch noch die Frage nach den Daten offen. Ich weiß, genau. Die richtet sich auch an die Politik, aber natürlich auch an die Vertreter hier oben auf dem Podium, Herr Jungwirth und dann Herr Gabriel. Ja, zu dem zweiten Set an Fragen. Also zum einen also erwarte ich, dass das Mobilität ist, die nicht exklusiv ist, ja, die wirklich im Prinzip öffentlich ist, jedem zur Verfügung steht und das ist auch richtig und wichtig so. Und zu dem Thema Mobilitätsanbieter, dort wird es verschiedene Modelle geben. Ich meine, wir auch als Volkswagen-Konzern streben an, einer der führenden Mobilitätsanbieter zu werden.
Das ist Teil unserer Strategie und Vision. Und es wird regional unterschiedliche Lösungen geben. Und man sieht heute schon bei dem Thema Ridesharing, ja, die großen Player in den USA wie Uber und Lyft. Man sieht Didi in China. In Europa ist es noch nicht so richtig klar. Es gibt noch keinen ganz großen. Ja, es gibt mehr lokale Lösungen. Aber es wird definitiv einen großen Drang geben. Zum einen von den OEMs wie uns, aber auch von den neuen Playern aus dem Silicon Valley, aus China. Und Lösungen, an die wir vielleicht heute noch gar nicht denken. Aber das ist definitiv gut so. Und ich finde auch, dass es im Prinzip eine gute Möglichkeit ist für uns als Automobilhersteller, das Gesamtpaket anbieten zu können. Ja, also zum einen Fahrzeuge mit dem selbstfahrenden System, vor allem in dem autonomen Zeitalter, dann die Mobilitätsplattform zum Buchen und Abrechnen, aber oben drüber liegt auch noch, ich sage mal, so ein Mobilitätszentrum oder Mobility Control Center, nenne ich das auch gerne, was im Prinzip die ganze autonome Flotte steuert. Ja, das heißt, wir wissen dann ganz genau, wenn ein Fußballspiel in der Stadt ist, wann dann die Menschen mit der Bahn ankommen, wo die Fans wohnen. Wir wissen, wann das Spiel zu Ende ist, um dann im Prinzip 10.000 bis 20.000 Autos um das Stadion zu platzieren, damit dann die Nutzermobilität in 2 bis 5 Minuten bekommen. Und wir können all das einmal über Predictive Algorithmen auch sehr gut vorhersagen, und selbstlernende Systeme sind extrem wichtig. Herr Gabriel. Ja, vielleicht noch als Ergänzung zu was Jürgen gerade gesagt hat. Ich glaube, Städte können es immer nicht. Das ist so mein Eindruck aktuell. Kommunen und Städte sind, glaube ich, keine Betreiber von Mobilitätssystemen. Darum gibt es ja heute auch ÖPNVs, die ja zwar staatlich gefördert sind oder subventioniert, aber halt nicht durch die Stadt betrieben. Zum Thema Beschränkung, ich glaube, da wird es wahrscheinlich verschiedene Modelle geben. Bin nicht sicher, ob es wirklich so eine Monopolstellung geben wird, dass so ein Player alle gesamten Systeme abdeckt. Das Problem ist halt immer, der ÖPNV ist ja heute subventioniert und hat ja auch einen gewissen Auftrag, einen öffentlichen Auftrag, und damit kann der quasi Mobilität für einen sehr günstigen Preis anbieten. Wenn jetzt ein Privatunternehmen so ein Thema anbietet, in großen Mengen autonome Flotte zur Verfügung zu stellen, dann ist ganz klar, dann müssen die natürlich nachhaltig wirtschaftlich arbeiten und bestimmen dann natürlich auch den Preis, und damit kommt es automatisch zum gewissen Ausschluss, weil man gewisse Gruppen, sage ich jetzt sozial schwächere Gruppen, möglicherweise allein durch den Preis ausschließt. Das wird sich möglicherweise nicht vermeiden lassen an der Stelle. Deswegen sage ich auch, glaube ich, sind Sie schon auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, die Frage ist, wie man reguliert, aber dass man sozusagen die Grundmobilität immer noch erhält über möglicherweise den ÖPNV. Zum Thema Daten, Sie hatten das Thema BMW und Foto erwähnt, ist mir nicht bekannt, ehrlich gesagt. Wir können sagen, wir erfassen tatsächlich relativ wenig Daten, und zwar eigentlich nur den Ort der Übernahme des Fahrzeugs und den Ort der Rückgabe des Fahrzeugs, können natürlich daraus auch gewisse Sachen ableiten zum Thema Predictive Analysis oder Predictive Algorithm. Aber grundsätzlich, glaube ich, könnte man wahrscheinlich, also gerade wenn es zum autonomen Fahren kommt, ist der heutige Datenschutz eher eine sehr starke Barriere an dem Thema, weil, wie Herr Jungmann gerade gesagt hat, da braucht man sehr viel mehr Daten, da geht es um Tracking, da geht es um Bewegungsprofile, um festzustellen, wo jetzt tatsächlich in 2 bis 5 Minuten Autos gebraucht werden, ne? Oder wo so Fahrziele von Leuten sind oder wo auch Fahrtanlässe sind, und da muss man noch einiges tun, auch auf dieser Ebene. Okay, vielen Dank. Im Internet tut sich einiges, deswegen würde ich nochmal die Frage an Christian Marx stellen. Gibt es nochmal Themen für uns hier oben, die zu diskutieren sind? Genau. Also was man auf jeden Fall sagen kann, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich inspirieren lassen von der Diskussion. Also es wurde schon sehr viel darüber nachgedacht, wie das konkret aussehen könnte 2050, wenn man dann in so einem selbstfahrenden Fahrzeug sitzt. Ich will da nur mal exemplarisch ein paar Postings vorlesen. Herr Bilal hat uns bei Twitter geschrieben: Wer ist eigentlich schuld, wenn es zu einem Unfall kommt von so einem selbstfahrenden Fahrzeug und man selber gar nicht die Hände am Lenkrad hatte? Also so eine ganz praktische Frage. Davon gibt es auch noch mehrere. Dann aber auch eine Frage, ich glaube, Frau Lenz, Sie hatten das gesagt, mit den Socken, die von alleine sich nachbestellen sozusagen. Wenn mein Auto mit meinen Socken redet, dann fange ich an, mir Sorgen zu machen. Geben wir eigentlich nicht unsere komplette Individualität ab bei diesen Themen? Ist Frau Dawson etwas besorgt? Martin Speer hat einen ganz schönen Aspekt noch uns bei Twitter rübergeschickt. Verkehrs
Konzerne werden noch stark national gedacht, doch Arbeit und Kultur überschreiten Grenzen. Mehr Internationalisierung, fragt er. Also vielleicht die Frage danach, ob das ganze Thema der E-Mobilität eigentlich in Wirklichkeit ein Thema der Internationalisierung ist. Also kann man Mobilität der Zukunft überhaupt noch national oder europäisch denken? Oder ist es eigentlich ein Treiber der Internationalisierung? So habe ich das rausgelesen. Welche Rolle werden eigentlich Fernbusse 2050 spielen, will Frau Beek wissen. Sind die dann überhaupt noch Konkurrent der Bahn wie bisher oder hat sich das erledigt? Brauchen autonome Autos Parkplätze oder stehen sie nur zum Laden zur Verfügung? Das würde eine Menge Probleme im urbanen Raum lösen, sagt Herr Roche. Die Frage, ob es zukünftig noch Taxifahrer geben wird, haben wir ja schon ein bisschen angesprochen. Das ist wahrscheinlich ein Bereich, der Probleme bekommen wird. Ja, das war's eigentlich. Soweit erstmal von meiner Seite. Vielen Dank. Machen wir dann eine Runde, diesmal von links nach rechts. Herr Gabriel, wollen Sie starten? Ja, ich bin nicht ganz sicher, zu welchem Thema ich da wirklich nochmal was hinzufügen kann, aber ich gebe es so ein bisschen schwierig an der Stelle. Also natürlich ist es so, also dieses Sockenbeispiel, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen sehr plastisch dargestellt tatsächlich. Also man kann sich am Ende immer noch entscheiden, ob man den Service tatsächlich so nutzen möchte oder nicht. Das Auto wird ja nicht all das Denken von einem übernehmen, aber ich würde es mal anders beschreiben. Ich sehe die Zukunft eher so, wenn ich ein autonomes Fahrrad als Privatfahrzeug habe, wo ich immer noch skeptisch bin, ob das tatsächlich sehr viele Leute machen werden in Zukunft, gerade im urbanen Raum, dann wird es eher so sein, dass der mich quasi morgens zur Arbeit fährt, in der Zeit, wo ich arbeite, möglicherweise Besorgung macht, also Wäsche abholen ist ein Thema oder einkaufen gehen, ne, also die Themen und dann von der Arbeit wieder abholt oder zwischendurch die Kinder abholt, ähnliche Themen. Also da sehe ich eher so ein bisschen die Anwendungsfälle und dann kommt so die Vernetzung Smart Home, also quasi der Auto weiß, dass ich nach Hause komme und schmeißt die Heizung an oder lässt die Blenden runter, ähnliche Themen gibt es ja heute schon im Ansatz. Also ich sehe es eher nicht ganz so dramatisch, wie Frau Ellens erklärt hat, sondern eher eigentlich positiv, aber als Angebot gedacht und nicht als zwingender Service an der Stelle. Ich tue mich jetzt auch ein bisschen schwer auf die Anregungen, die gewissermaßen aus dem Internet kamen, zu reagieren. Spannend finde ich, dass quasi die Menschen anfangen, darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich in diesem System der Zukunft, was ist meine eigene Rolle da drin. Und das, wenn wir das hier erreicht haben, dann finde ich das schon mal einen ganz schönen Punkt, dass über diese Zukunft auch aktiv und auch quasi am eigenen Leib nachgedacht wird. Vielleicht aus Sicht der Politik ein paar Anmerkungen. Da sind jetzt viele spannende Themen benannt worden, also angefangen von Zukunft des Taxigewerbes, das für uns ja auch eine wichtige Rolle hat beim Erreichen des ländlichen Raumes. Also wir haben ja, wenn wir mit Kollegen aus anderen Ländern diskutieren, oft so kulturelle Unterschiede, die da deutlich werden, weil der britische oder amerikanische Politiker gar nicht verstehen kann, dass es bei uns so ein Personenbeförderungsgesetz gibt und dass da halt vorgeschrieben ist, dass wenn man ein Taxi ruft, das auch kommen muss und das einen immer zum gleichen Tarif abholen muss. Wobei aus unserer Sicht macht es natürlich schon in vielen Bereichen auch Sinn, weil es halt sicherstellt, dass jeder mal grundsätzlich auch die Möglichkeit hat, ohne die neuen Formen der Mobilität von A nach B zu kommen. Oder Fernbusse ist auch so ein gutes Beispiel. Hat ja in Deutschland ewig gedauert, bis man das liberalisiert hat. Es gab nur ein paar wenige Angebote, die erlaubt waren. Und jetzt ist es ein Riesenerfolg, weil die Leute ja auch das Bedürfnis haben, günstig sich fortbewegen zu können. Also gerade das macht ja den Erfolg der Fernbusse auch aus. Deswegen sehen wir aus Sicht der Politik da schon noch eine große Zukunft. Wir wissen aber auch, dass so viele Dinge gerade an automatisierten Fahren dranhängen, wo wir noch ganz schwierige Diskussionen bekommen werden. Also gerade Thema Datenschutz, das wissen wir, dass es unheimlich sensibel ist. Wer hat dann wirklich die Hoheit? Gibt es vielleicht den Ausknopf im Auto, dass man mal die Datenübertragung beenden kann? Solche Diskussionen werden bei uns im Bundestag auch geführt und da wissen wir, dass es wirklich sehr sensibel ist, bis hin zu solchen Fragen, wie sieht es dann aus mit Versicherungen, wer klärt die ethische Frage, wenn das Auto entscheidet, ob man jetzt den Radfahrer oder den Motorradfahrer anfährt. Also es gibt wirklich viele, viele spannende Diskussionen, die sich daraus noch für uns ergeben werden. Ich will mal zwei Aspekte von den Fragen aufgreifen. Die eine ging ja danach, ob im Jahre 2050 das Fernbussystem noch da sein wird. Da habe ich eine klare Antwort, ja.
Und du hast gerade übrigens mit einem Aspekt auf einen wichtigen Punkt hingewiesen. Wir lassen ja ständig untersuchen, was da im Fernbusbereich passiert. Und so komisch es sich anhört, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, natürlich ist das für die Bahn im Fernverkehrsbereich eine Konkurrenz. Aber die Anzahl der Gäste, die wir verlieren, sind gar nicht unser Problem. Da liegt überhaupt nicht das Problem. Das ist in dem System für uns gut abfederbar. Das, was passiert ist, ist ein Preissystem komplett zerstört worden. Und wenn man es wohlwollend ausdrückt, sind die Fernbusse heute eine Fortbewegungsmöglichkeit für Menschen, die A, Zeit haben und B, nicht allzu viel oder weniger Geld. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel sagen. Wir haben analysiert, was der Durchschnittspreis pro gefahrenem Buskilometer in Deutschland ist, anhand der preislichen Angebote, die da sind. Und dann kommen wir zu einem Ergebnis, das liegt unter 4 Cent pro Buskilometer. Unter 4 Cent. Eher bei 3,5 als bei 4. Jetzt will ich Ihnen nur eine Zahl sagen, und da liegt der Angriff. Wenn Sie nur die Trassenpreise im Fernverkehr auf den Zugkilometer umlegen, nur die Trassenpreise, da rede ich noch nicht über Fahrzeuge, da rede ich noch nicht über Personal, da rede ich über alles andere, was dazugehört, überhaupt noch nicht. Nur Trassenpreise liegen wir bei fast 8 Cent. Das heißt, anders ausgedrückt, das ist ein Quantensprung für diejenigen preislich, die billig und kostengünstig reisen wollen, und wird in dem System Schiene schon allein aufgrund der Trassenpreise nie konkurrenzfähig zu organisieren sein. Und Sie beide haben ja, weil Sie über autonomes Fahren geredet haben, ja, und Sie haben es ja auch offen angesprochen, gesagt, auch da sind ja bestimmte preisliche Voraussetzungen zu erfüllen. Die werden geringer sein als in der Schiene, aber sie werden oberhalb der Preise sein, die jetzt gezahlt werden im Fernbusbereich. Und deshalb glaube ich, dass der Fernbus ein ständiges Element im Bereich des Fernverkehrs sein wird, weil auch die Busse natürlich irgendwann autonom fahren. Und neben den Fahrzeugen sind die Personalkosten auch im Fernbusbereich ja mit einem hoher Kostenanteil, der natürlich auch abgesenkt werden kann, sodass ich glaube, alles andere wäre unrealistisch. Man muss sich auch darauf einstellen, dass dieses System im Mobilitätsmarkt erhalten bleibt. Wir sehen jetzt gerade an den Zahlen des vergangenen Jahres, es kommt jetzt zu einem Stillstand. Also wir haben ja jetzt über Jahre, gigantische Jahressprünge bei den Zahlen derjenigen, die Fernbusse nutzen, gesehen. Das pendelt sich jetzt so etwa bei 20 bis 22 Millionen Fahrgästen ein. Und wir können in unserem System sehen, wir verlieren aus unserem System des Fernverkehrs im Zugbereich etwas weniger als 30%. So, und die Zahlen haben wir natürlich uns genau angesehen. Das heißt, der eigentliche Mobilitätszugewinn mit fast 70% kommt aus anderen Mobilitätsketten, die bisher bestanden haben, und kommt gar nicht, wie man am Anfang vermutet hat, aus dem eigentlichen Fernverkehrsbereich. Ja, E-Mobilität als Treiber der Internationalisierung, ganz klar. Also ich meine, wenn ich mir mal vorstelle, als ich zum ersten Mal im Alter, weiß ich nicht, von 16 oder 17 Jahren, als meine Eltern das zugelassen haben, wollte ich unbedingt nach London fliegen. Und wenn ich mir mal überlege, was das für ein Heckmeck war, um das alles zu organisieren und um dahin zu kommen, und da rede ich jetzt mal nicht von Schengen, weil da fanden natürlich unendliche Kontrollen statt, dann muss man mal sagen, das, was im Bereich der Mobilität an Internationalisierung bereits eingetreten ist, und was noch möglich sein wird auf absehbare Zeit, ja, dann wird die E-Mobilität Mittreiber einer Internationalisierung sein. Und das ist auch gut so. Herr Jungwald. Ich würde jetzt auf ein paar Punkte eingehen. Zum einen dieses Thema Automatisierung. Also wenn wir uns anschauen, jetzt allein im Automobil, ja, was wir so an Funktionen jetzt über die letzten Jahrzehnte im Prinzip automatisiert haben, vom Regensensor, der den Scheibenwischer steuert, vom Lichtsensor, der das Licht steuert. Und wenn man das jetzt einmal einfach weiter
sich weiterdenkt. Ja? Also hinzu, dass Fahrzeuge keinen Lichtschalter mehr brauchen, weil das dann komplett automatisch funktioniert, keinen Parkbremsschalter mehr brauchen, weil die Parkbremse auch automatisch sich schließt und löst. Genauso einen Start-Stopp-Knopf braucht man bei Elektromobilen nicht mehr, weil man hat keinen Anlasser mehr, keine Zündung mehr. Am Ende des Tages, diese ganze Automatisierung und dann natürlich Richtung Smart Home, kann natürlich ganz viel Convenience bringen und am Ende des Tages muss der Mensch entscheiden können, ja, ob er das jetzt aktiviert oder nutzt oder nicht, aber in Summe, glaube ich, wird es die Lebensqualität der Menschen einfach erhöhen, ja. Wenn wir uns darauf konzentrieren können, Zeit mit unserer Familie zu verbringen, mit unseren Kindern zu spielen, irgendwie, sag ich mal, uns weiterzubilden oder was auch immer. Ich meine, Menschen haben doch ganz andere, ich sag mal, Ziele im Leben und andere Dinge zu tun, die viel, viel wichtiger sind, als jetzt irgendwie einen Schlüssel rauszuholen und irgendwie noch ein Schlüsselloch zu stecken. Ja? Das wird dann einfach automatisch gehen und über mein Smartphone gesteuert, erkennt das Haus, dass ich das bin und mich da reinlassen oder die ganze Steuerung im Haus, also Smart Home und Smart Mobility sozusagen vernetzt miteinander. Ich sehe das als sehr, sehr positiv. Und zu den Fahrzeugen selbst. Also wir reden da über Shared Autonomy versus Owned Autonomy. Ja, das heißt also Fahrzeuge, die man sozusagen über Ridesharing, über Mobilitätsplattformen bucht, die mich einfach abholen, die ich nicht besitze. Aber auch in einem Owned Autonomy, also autonome Fahrzeuge, die Menschen kaufen können, da bin ich der festen Überzeugung, es wird neue Arten von Fahrzeugen, von, sag mal, Innenausstattungen, von Exterieurs geben. Die Türen müssen nicht mehr an der gleichen Stelle sein, wo sie heute sind. Das heißt, man geht eher in einen Raum und dann kann es Fahrzeuge geben, die meine Lounge sind, mein Schlafzimmer, mein Wohnzimmer, meine, sag mal, Musical Hall oder irgendwie Movie Theater oder was auch immer oder Wellnessraum oder bis hin zur Sauna für die Finnen. Ja, also es ist alles denkbar und ich bin der festen Überzeugung, da wird es weitere, ja, sehr innovative Lösungen geben bis 2050. Okay, spannende Perspektiven. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt schon über eine Stunde diskutiert. Es war unheimlich spannend und inspirierend. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Beiträge auch im Netz dazu gekommen sind. Also ganz herzlichen Dank, vor allem natürlich den vier hier oben für die tollen Beiträge und fürs Kommen heute. Gerne.